Und der Boden ist halt so krümelig. Mm. Schön. So, das ist jetzt sauber und damit ein saftiges Aloha von der Küchenautobahn. Na, liebe Leute, wie verhält sich's da draußen? Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, warum machen wir heute zum Staffelfinale hier so einen Scheißkuchen. Ich das, weiß es nicht mehr. Das wurde vorgeschlagen von irgendwem. Ich weiß nicht, wer es war. War das von dir, du Ernährungsexperte? Nee, ich weiß nicht. Das war irgendwie im Gespräch. Hey, ja. Wir backen mal einen Käsekuchen, einen veganen Käsekuchen gemeinsam. Und dann kam die Idee auf, das zum Jubiläum zu machen einfach. Ja, ja, weil wir immer keine Ideen haben. Der zweite Podcast mit Bild quasi. Ja. Wir hatten ja schon mal einen. Damals noch irgendwo anders, keine Ahnung wo, aber da saßen wir irgendeinem Raum. Ach so, unten in dem baufälligen Raum bei irgendeinem Radiosender, den ich vergessen habe. Angeblich, den namentlich. Es gegeben haben soll. Ja. Also, liebe Leute, die gerade leider über Spotify oder Soundcloud hören, das tut mir leid. Die Soundqualität ist heute wahrscheinlich auch nicht so gut. Und hier Störgeräusche überall, aber wird schon gehen. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Richtig. Und ich glaube, wir müssen uns echt ranhalten, weil wenn das Ding wirklich 60 Minuten im Ofen ist, ja, dann müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen hinmachen. So, 250 Gramm Mehl. Wir haben auch heute Rückki zu Gast. Ernährungsexperte Rückbart Schnösel ist am Start. Bekannt aus dem veganen Podcast. Bekannt aus dem veganen Podcast. Ja. Ja, und du hast ja Ahnung von sowas. Du studierst ja Essen. Genau, ich studiere Essen. Aber den habe ich selber noch nicht gemacht. Ihr hattet ja nur gesagt, dass ihr es machen wollt. Und da habe ich mir gedacht, schicke ich euch mal ein Rezept, was ich selber noch nicht kenne. Ja. Und ja, mal schauen, wie es wird. 250 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 250 Gramm vegane Margarine, 230 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 3 Esslöffel Wasser. Das ist auch schon wieder so. Ihr könnt quasi parallel nachbacken, während ihr das hört. 1 Kilogramm Sojajoghurt, eine Bio-Zitrone, 2 Päckchen Vanillepuddingpulver und eine Springform, 26 cm. Das ist jetzt mal dieses Glas hier. Das wird, so viel machen wir? Weiß ich nicht. Es wird wahrscheinlich an der Form ein bisschen scheitern. Wir haben das einfach nicht. Aber natürlich backen wir nicht nur. Wir sprechen auch über richtig relevante über Themen diese Woche. Beziehungsweise die letzten 2 Wochen. Denn ich war ja in Frankreich. Du warst nicht da. Ich war nicht da. Ich saß hier, habe auf dich gewartet so und keiner kam. Ich saß Sonntag zu Hause und konnte keinen Podcast hören beim Kochen. Die ganzen Wochen, jetzt haben viele Leute gelitten, kann man so sagen. Aber jetzt sind wir zurück und haben kein Corona mitgebracht. Ich war in der Ballungszone Marseille, die als rote Zone deklariert wurde von Frankreich. Ja. Das heißt, innerhalb von Marseille, da sind sehr viele Fälle, aber aufs Land gesehen nicht so viele. Und deswegen sagt Deutschland, nee, so schlimm ist das nicht. Was hast du machen lassen? Rachen oder Nase? Rachen. Rachen. Nase wäre mir auch nicht so lieb gewesen. Ja. Wie messen wir jetzt hier 250 Gramm Mehl? Da scheitert es doch. Mit einem Messbecher. Ja, ich habe hier einen nassen. So, Milliliter. Ist doch fast das gleiche, oder? Oh, Cups. Ja mal Mehl. Pi mal Daumen einfach. Ja, ich würde auch sagen, das wird hier eher so ein Gefühlsprodukt. Wir machen einen Schätzkuchen. Vor allem, das ist doch Quatsch, Gramm hier abzumessen. Also, das ist doch übelster Quatsch. Da musst du doch, das musst du doch wiegen. Ja, es gibt ja extra so Messbecher, wo dein Mehl da steht. Ja, okay, aber. Das dann abschätzen. Habe ich nicht. Wir nehmen einfach ein Viertel von dem Ding. Das wird schon gehen. Wie viel ist das? 1000 Gramm. Also. Nein, ein Viertel. Ja, dann mach mal. So, guck doch mal. Also, diese Woche, was da schon wieder passiert ist, der Drachenlord hat aufgehört und wieder angefangen, Tino. Was? Hast du gar nicht mitbekommen? Ganz Neues? Nein. Er hat ein Video gemacht, Ende hieß das einfach nur. Ich dachte nur, dass er irgendwie entjungfert worden ist. Ich habe mir irgendwer erzählt, dass der Drachenlord zum ersten Mal Sex hatte. Dann hieße das Video ja Lende. Aber es hieß Ende. Ländegelände. Ja. Und wir haben Wetten abgeschlossen. Kalle hat gesagt, nach 2 Tagen kommt wieder eins. Ich nach einer Woche. Ich hatte recht. Eine Woche, ja. Ja, und Herodes hat gesagt, das dauert 12 Tage. Und jetzt gab es auch einen kleinen Leak. Der hat nämlich auf Discord geredet mit den Leuten. Ich würde sagen, noch ein kleines bisschen. Und hat gesagt, das ist eine gute Promo-Aktion. Und wenn er jetzt wieder auf die 100.000 Abonnenten hochgeht, das war ja der Witz, so, durch sein Ende-Video ist er in die Trends gekommen. 300.000 Aufrufe. Die Leute haben hart geliked. Ja. Und dann hat er ein Video hochgeladen, danke für 100.000 Abonnenten, die dadurch gekommen sind. Dann sind über 1.000 Abonnenten wieder abgesprungen. Aber das ist ja rechnerisch okay. Ist okay, ja.
Und was für ein Fuchs, der Drachenfuchs. Der Drachenfuchs. Und dann hat er nämlich gesagt, ja, also auf Discord, wenn ich jetzt wieder auf 100.000 Abonnenten komme, dann kommt mein neuer Song. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Videos, aber ich muss ja irgendwie weitermachen, weil sonst weiß er nicht, wie er Geld verdienen soll. Er macht Musik jetzt quasi. Na, hat er ja schon öfter mal gemacht. So Autotune. Aber ich meine jetzt so zu 100%, dass er jetzt Vollblutmusiker wird. Ja, das kann man so sagen. Nee, ich weiß nicht genau, was da kommt. Er weiß es halt selber nicht. Das machen ja Schlagerstars nicht anders, dass sie ständig irgendwie Abschiedstourneen feiern. Dann kommen sie wieder nach 2 Jahren. Das große Comeback. So wie Ape Crime damals. Die, ja, alles. Die auch. Die einen Schlagerstars. Ja. Also ist für mich in einer Riege, diese Musik. Ich dachte eher so an Roland Kaiser und Howard Carpendale. Was machen wir jetzt eigentlich? Was machst du eigentlich? Soll ich mal ein bisschen machen und ihr könnt reden? Kannst du auch. Wir kommentieren. Zubereitung steht da ja. Ja, deswegen habe ich schon gehört, was du mit dem Soja-Joghurt machen möchtest. Auf! Also beim Kochen und Backen bin ich eher so einer, der Anweisung bekommen muss. Dann mache ich auch was. Okay. So, weil sonst komme ich nicht zurecht. Rede. Ich rede. Machen wir das mal so hier. Also, wie gesagt, wir wollen hier immer zum Staffelfinale uns was Besonderes überlegen, Leute. Und was habt ihr jetzt davon? Wir feiern quasi 70 Jahre Podcast. 80 schon. 80 Folgen haben wir. Das ist die 80. Ach, Folge. Lol. Ich dachte echt 70. Margarine noch? Oder hast du Margarine? Ja, dachte ich. Ja, guck. Sehr gut. Ja. Ja, sehr gut. So, also 80 normale Folgen plus 25 Hörerwunschfolgen. Ja. Und jetzt kommt auch wieder ein neuer Hörerwunsch. Ja. Leute. Hört hin, guckt hin. Ich schicke das mal vielleicht noch ein Stück rüber. Wollen wir es schon verraten? Ich finde es ein sehr gutes Thema. Ich habe es wieder vergessen, das Thema. Es hat mit einem Lieblingsfilm von mir zu tun, von David Lynch. Und der hat nicht so viele Filme, nur 10 oder so. Mhm. Es reicht ja. Ich bin gerade. Es reicht ja als Teaser, vielleicht. David Lynch. Nicht, dass ich das gerade verwechsle. Ich kenne Becky Lynch. Es gibt so viele, es gibt noch David Cronenberg, David Lynch, doch es ist David Lynch, Alter. Nicht, dass die Davids jetzt verwechseln. Das wäre, glaube ich, schlauer, das warm zu machen, oder? Weil das jetzt einfach reinwerfen ist ein bisschen dumm. Hey, 250 Gramm Mehl, das nimmt doch, ich kenne mich doch aus. Mehl, Pulver, Hälfte Margarine. Und die Margarine muss ja hier mit rein. Das musst du nur ans Fenster stellen, in die Sonne, dann wird es in ein paar Sekunden, glaube ich, kann man auftauchen. Ja, das wird eine absolute Katastrophe. Vielleicht mache ich das doch mal hier mit der Kamera so, dass man mehr sieht, was da los ist. Damit man das Scheitern besser sieht. Das Scheitern. So ist gut. So ja, ideal. So, Zucker, 80 Gramm Zucker. Hm. Robin kann mir da abschätzen, ja. Oder möchtest du? 80 Gramm ist da gar kein Problem. Da sind wie viel drin? 500? Ja, das ist ja schon eingefangen. Ja. 1000 sind eigentlich drin. Ja, und dann nimmst du halt 80 von. Nur die 80, kein Problem. Wenn ich jetzt ein bisschen süßer. So? Ich kann das echt nicht einschätzen. Nee, das ist viel zu wenig. Das muss mindestens doppelt so viel sein. So, das ist doppelt so viel ungefähr. Wird schon hinhauen. Wird passen. Könnt ihr auch nachsüßen. So wie unser Podcast. Wird schon hinhauen. Also, was sagen wir über den Drachenlord? Ich freue mich auf neue Songs von ihm. Mhm. Auch wenn ich keinen Song von ihm kenne bisher, aber ich kann mir vorstellen, dass er sehr gut singen kann. Alter, Alexa, zeig mir die Einfahrt. Ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber es ist ein richtiger Banger. Wo habe ich das hier? So, der neueste Skandal, Tino. Wir satteln heute, wie sagt man, wir satteln das Pferd mal von hinten auf. Wir fangen mit den kleinen Sachen an. Während Drücke hier versucht, einen Esslöffel Wasser abzuschätzen. Es gibt einen neuen Netflix-Film. Also wenn es solche sind, dann müssen es, glaube ich, 3, 4, 5, 6 sein. Ja, ich muss, glaube ich, macht nur. Wir hätten 2 Kameras aufstellen sollen, dass wir hin und her schneiden können. Ja, das stimmt, aber ist wie es ist. Das ist der berühmte neue Satz von Eduard Trump. Wie heißt er? Donald. Mach mal so. It is what it is. Der neue Skandal, Netflix-Film, Cuties im Original. Mhm. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, bin kein Franzose, Je m'appelle kein Franzose. Mignoniers oder so. Et François. Genau. Keine Ahnung. Heißt auf jeden Fall Cuties oder niedliche Menschen. Und da geht es um 11-Jährige, die anscheinend twerken wollen. Ja, und da gehen die Leute jetzt auf die Barrikaden. Ich sage aber, das ist ein sehr künstlich aufgezogener Skandal, weil all diese Leute haben den Film noch nicht gesehen. Geht der kritisch damit um, dass minderjährige Kinder ihre Ärsche in die Kamera halten und rumwackeln? Ich glaube halt wirklich, es geht mehr darum,
dass es so ein Culture Clash gibt zwischen so Immigrantentochter, die irgendwie so eine farbige, ich weiß nicht, wo sie herkommt, in Frankreich halt. Das wird jetzt, richtig. Jetzt brauchen wir die Margarine. Okay, müsste geschmolzen sein. Sie müsste jetzt komplett. In 2 Minuten ist sie durchgeschmolzen. Hä, voll gut. Ah, echt gut. Ja, da. Ich halte es mal in die Cam rein. Schön. Wir dürfen die Marken nicht nennen. Wir nennen sie einfach mal Nein-Butter. Ja. Nein-Margarine. Oder vielleicht. Soll ich. Ach, das jetzt verrühren oder das wie? Das ist eigentlich. Das wird der Boden. Das zusammen verrühren. Genau. Ja. Also mach ich das da jetzt rein. Mach das rein. Kann man einfach mit dem Pürierstab durchgehen, oder? Das stimmt oder? Eigentlich, ja. Hast du einen? Ich habe einen Pürierstab. Na, also. Das ist gerettet. Aber es ist vielleicht schlecht. Ja, es ist. Das ist perfekt zum Pürierstab, ist perfekt für einen Podcast. Ja, wir können es versuchen. Ich kann ja auch kurz Zwiebeln pürieren. Ach nö, das gehört dazu, oder? Ja, das ist hier. Es ist Staffelfinale, da muss auch mal was Besonderes passieren. Wo gemixt wird. Hater würden sagen, selbst heute ist unser Ton noch besser als die letzten Folgen. Jetzt sind hier schon 2 so Knoten drin. Die müssen drin sein, so, damit ihr auch mal was macht. So, Tino, was hältst du von twerkenden Elfjährigen? Also ich muss ja sagen. Das geht voll. Aber ich weiß halt nicht, ob das was bringt, weil da, also das ist ja alles schon schwierig. Ob sich das so gut vermischt. Stimmt. Also ich glaube, so ein, wie heißt das? So ein Schneebesen oder so würde vielleicht besser gehen. Oder ein Rührgerät. Wir haben halt alle keine Ahnung von Backen, was das Problem ist. Ja, du schon ein bisschen. Ein bisschen, aber wie gesagt, ich habe das Rezept selber noch nicht ausprobiert, also es wird interessant. Also gerade was von 30 Minuten kühlen lassen, die sehen das Kornwerk abkotzen. Ja, kurz Schockfrosten. Vierfach stellen und aufdrehen und abdrehen, keine Ahnung. Es ist halt immer noch am Boden übelst viel, übelst viel von diesem Mehl. Leute, lasst einen Daumen da oben da, wenn ihr glaubt, dass der Kuchen lecker schmecken wird. Ey, und schreibt uns mal in die Kommentare, wie wir überhaupt auf diese Idee gekommen sind. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, 40 Folgen her oder so, dass es hieß, ey, ja. Mindestens. Ja, also. Also ich gucke mir nicht gerne elfjährige Mädchen an beim Twerken. Ich glaube halt, also es gibt jetzt schon eine Petition, dass das runtergenommen werden soll. Selbst 4chan hat gesagt, das gibt's hier bei uns nicht, das ist ganz schlimm. Aber die haben alle den Film noch nicht gesehen. Das ist ein Spielfilm, also keine Doku, sondern... Nee. Okay. Und ich glaube halt, dass man sehr, sehr wenig überhaupt wackelnde Kinderärsche sehen wird. Das werden wir uns genauer ansehen müssen, ob man darin auch... Wir werden das ganz genau studieren für euch. Wir werden uns mal mit Your Olli zusammensetzen. Damit ihr es nicht gucken müsst. In der 90. Folge. Zum Beispiel. Ja. Wir reagieren auf Kinderpornos. Hier kommt halt hier so Mehl rausgestoben die ganze Zeit. Ich hab mal Corona oder so. Corona. Kurono. Das ist ein YouTuber. Genau. Den habe ich ja kennengelernt, noch bevor er berühmt wurde. Er hat mir gesagt, ich soll mir niemals Poco no Pico angucken. Ah, ja. Und ich dachte immer, was meint ihr eigentlich damit? Und es ist ein Hentai-Anime, wo ein minderjähriges Kind halt Sex hat oder so. Aber sind das nicht auch 2 Boys, die sich da irgendwie entdecken? Ich weiß nicht genau. Boys. Also ein Junge hat sich wohl als Mädchen verkleidet irgendwie von den beiden. Ach so, das kann sein, ja. Ich weiß nicht genau. Schmiert man das dann auf dem Boden breit? Oder wie? Ja, das wird der Boden. Also ist das nicht so schlimm, dass das hier gerade wie Arsch klebt? Nee, das ist, glaube ich, so. Das wird ja wie so ein, wie heißt das, Quarkkuchen. Mhm. Also mein Pürierstab wird langsam sehr heiß am Griff. Ja, dann mache ich es mit dem Löffel weiter. Professionelle Konditorei, Brennpunkt. Kommerade und diese. Das sieht doch schon mal gar nicht so scheiße aus, oder? Ja, Ich will ihn ja aus Recherchezwecke ansehen, aber ich... Ich habe auch schon gesagt, das ist die beste Promo, die so ein Film haben kann, dass vorher irgendwie Petitionen kommen, das darf es nicht geben. Und ich wette, du siehst nicht einmal irgendwie einen Kinderarsch tanzen. Und ich glaube auch nicht, dass die Schauspielerin, die eine Elfjährige spielt, wirklich 11 ist. Nee, die wird wahrscheinlich so 12. Mindestens 16 oder 12 sein. 12 mindestens. Da geht's ja. Nee, die hat halt leider noch keinen Wikipedia-Artikel und IMDb sagt mir auch nicht, wie alt sie ist. Habe ich direkt recherchiert. Hm. Weil ab 13 wird es ja uninteressant. Ja. Und ja, mal gucken. Also die Petition habe ich nicht unterschrieben. Ich glaube, dass der Film relativ belanglos sein wird, aber auf jeden Fall nicht skandalös. Das
Das vielleicht ist er auch ganz toll. Ich suche gerade nach einem Thema, was so ähnlich ist, aber ich habe nichts in der Richtung. Doch, Phipps Asmussen ist tot. Phipps Asmussen ist tot. Der ist ja genauso jung wie so eine Elfjährige. Also Jules hat immer unsere Überleitungen gelobt. Da kannst du nicht jetzt hier ankommen und so eine Low-Quality-Überleitung machen. Nicht nur Elfjährige machen den Arsch hoch, auch... Auch 100-Jährige machen den Arsch hoch. Perfekt. Phipps Asmussen ist tot. Aber war der aber wirklich so alt? Nee, der war... Weiß ich nicht. Ich kenne den, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, wahrscheinlich weil ich in Frankreich war und in Frankreich ist den Leuten das scheißegal, wenn... Phipps Asmussen ist tot! Oh, je m'appelle Phipps Asmus. Nee, war der so alt? Er war auf jeden Fall alt, aber 70 nicht 100. So geschätzt. Für was war der nochmal berühmt? Also der hatte der Name so sagt richtig, richtig schlechte. Der hat halt eine übelst hohe Gag-Frequenz, aber alle sind scheiße. Der hat so Witze erzählt. Also das ist halt wie wir, ja. Aber wenn du halt 60 Gags in der Minute machst, einer zündet dann halt. Ja. Nee, nicht wie wir. Also er hat nicht irgendwie Storys erfunden, er einfach nur Witze erzählt. Ja, aber halt so richtig, Pause. Richtig schlechte. Ne? Ja. Ich schätze ja schon, dass er 80 war oder so. Der war schon ziemlich alt. Er hat ja auch die meisten Witze erfunden, die er da erzählt hat. Mhm. Also glaube ich... Zumindest. Man hofft's. Deswegen also, rest in peace, Phipps Asmussen. Ja. Wir erfinden auch jeden Witz oder so, den wir machen. Willkommen zum Treffpunkt. Das soll ich nicht ablehnen. Ich bin gerade übelst fasziniert von dem, was da passiert. Aber das riecht vor allem so gut. Stimmt's, Robin, es riecht gut. Es riecht gut. Das kannst du mir jetzt auch Robin, du kannst beipflichten. Ich kann jetzt sehr gut riechen. Hast du das mit Zigeunersoße mitbekommen? Ja, Knorr, Zigeunersoße heißt jetzt Paprikasoße ungarischer Art. Okay. Freiwillig. Mhm. Freiwillig. Ich habe nur mitbekommen, dass es da wieder ein Hashtag gibt und alle sich aufregen, aber so richtig verfolgt habe ich es nicht. Komm mir ganz zu tun. Wie finden wir das? Weiß ich nicht, aber ist diese Diskussion nicht auch schon irgendwie 10 Jahre alt mit Zigeunerschnitzel? Ja, mindestens. Freiwillig, ja. Ich war im Laden neulich und habe gesehen, in Deutschland hat Dr. Benz, heißt der? Onkel Benz. Onkel Benz, ich war bei zu vielen Doktoren in letzter Zeit. Doktor für Reiskunde. was? Onkel Ben ist immer noch ein schwarzes Gesicht in Deutschland. Ich finde das in höchstem Maße skandalös. Ja, die müssen ja auch noch die Latenzzeit überbrücken, weil noch haben sie ja bestimmt ganz viele Reißsoßen. Ach, weil ja auch in Deutschland das Internet so langsam ist. Wahrscheinlich. Die Botschaft kam noch nicht an, dass sie das Gesicht... Aber der schwarze Mann kann in Deutschland nicht frei sein, bevor nicht Onkel Ben ein Weißer ist. Ich glaube auch, ja. Ja. Und überhaupt ein Gesicht hat, ja. Also man kann ja auch einfach sagen, das ist... Das stimmt, Schwarze haben kein Gesicht. Einfach nur Onkel Bens ohne Gesicht. Nur ein Smiley. Aber es ist halt so. Onkel Ben... Apostroph S, ja. Was in Deutschland halt auch falsch ist. Ne? In Deutschland ist das Idioten-Apostroph. Das stimmt. Nur in Englisch, beziehungsweise amerikanisch-englisch, wird dieses Apostroph da gesetzt, Leute. Bildungsauftrag. Noch schöner ist in Erfurt so ein Musikladen, wo da steht CDs, DVDs und auch mit Apostroph. Das CDs. Also in der Mehrzahl bitte niemals zu. Alter, du kannst nicht dieses kostbare Material verschwenden. Leck es ab. Das ist eine Ressource. Nee, dann nehmen wir einen kleineren Löffel. Ach so. Hallo? Andere kratzen das noch aus irgendwelchen Containern raus und du spülst das hier die Spüle runter. Was sollen denn die Kinder aus Afrika denken, die ja gerade zugucken? Sorry, habe ich nicht dran gedacht, dass die auch Internet haben. Besseres als wir. Ist halt wirklich ja. So. Ja. Also es gibt sehr Fortschritte. Oh, das ist aber eine gute Überleitung, Mensch, Ricky. Ja, es gab nämlich einen Putsch in Mali. Ah, ein Punsch oder ein Putsch? Nee, leider ein Putsch. Also ein Militärputsch und die Regierung hat sich dadurch jetzt aufgelöst. Das habe ich jetzt nur mal hier mit eingeworfen, weil wir ja immer die News haben, über die keiner redet. Und wenn da in Afrika irgendein Drecksland, Militärputsch, mir doch scheißegal, sind ja nur die Schwarzen. Aber wir haben es hier zum Thema gemacht. Das ist ein Look davon. Ja. Sind es die Guten, die jetzt gewonnen haben da? Weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Das wird sich ja auch erst zeigen, wenn sich quasi eine neue Regierung da gebildet hat. Aber ja, mal schauen. Erst neulich war ich in der alten Feuerwache und da haben sie auch so einen Film gezeigt. Haben sie auch geputscht, da haben sie auch kam aus dem Militär. Sie haben es versucht. Nee, es ging um so Musikerinnen aus Mali, die irgendwie die Musik wieder dahin bringen wollen. Mhm. Weil der IS wohl da lange regiert hat. Der IS? Und die haben Musik verboten. Auch Mali, ja. Weil Mali ist Westafrika. Wo ist denn dieser islamische Staat noch alles? Überall. Donald Trump hat ihn noch eigenhändig aufgelöst. Eigentlich schon. Offenbar nicht überall. Hm. So, fertig. Nee. Habt ihr Platz im Kühlschrank? Ja, haben wir. Theoretisch. Kühl mal kurz. Ja. Unten. Oder Gefrierfach vielleicht gleich, aber es ist richtig kalt. Aber kein Platz da, ne? Kamera. Nee.
Es wird schon gehen. Wir machen jetzt es. Weißt du, wir hätten einfach vor einer Stunde anfangen müssen, das schon erwähnt und dann so, ja. Oh, das ist schon fertig. Stimmt. Ja, wir müssen ja den Herstellungsprozess hier, ne, dokumentieren. Das stimmt. Also, Militärputsch finden wir gut, solange es gut ausgeht. War Hauptsache, das jetzt die Hauptsache Veränderung. Das ist mein Gefühl. Veränderung, gutes Stichwort. Ich finde, es gab eine kleine Veränderung beim musikalischen Stil der Ärzte. Ja, das ist mir geschickt. Das war, glaube ich, die eine Reihenfolge, die vierte Person, die es mir geschickt hat. Geil. Und ich habe es mir aber erst nach dir anschauen können. Du hast es dir erst anschauen können, als du wusstest, ich habe es auch schon gesehen. Richtig, wenn du es verifiziert hast, weil ja. Vor dir wollte ich das mir nicht antun. Ja. Und der Song, er heißt Morgens Pauken, ist cool. Mir hat es gefallen. Sorry. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele geschiedene Geister. Nehmen wir jetzt das als Form? Nee, nur für die Schlüssel. Ich weiß nicht, wo den Schlüssel hat. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe hier gar nichts. Doch, hier vielleicht. Ja, da ist auch noch. Ja, die war ein bisschen spät. Ja, die war zu klein für ein Kilo. Wir haben hier Soja-Joghurt von Alpro. Es gibt auch noch Alp Contra. Ja. Ich finde auch gut, dass wir sagen, wir backen einen Kuchen und dann stehen wir hier daneben, labern und trinken. Ja, aber wie wollt ihr reden und das geht ja auch. Backen, das ist ja. Ich muss halt nur Aufgabe haben. Naja, das Rezept dabei lesen ist halt ein bisschen schwierig für mich. Aber wenn du mir was sagst, du kannst deine tollen Zitronenwürfel mal holen. Aha. Und die mal reinpfeffern. Weil eigentlich nimmt man Zitronenschale, aber Robin hat ja kein Geld und deswegen. Ich hätte es gern besorgt. Hier, Leute, ich kann nur empfehlen, bedient euch bei Eiswürfeln. Wie viele machen wir da rein? 3. Mach, wie du Zitrone denkst. Zitrone ist geil. Ihr sollt, ist euer Kuchen. Einfach draufknallen und gucken, was wie viel reinfällt. Naja, man muss das hier erstmal so ein bisschen lösen. Wenn ich das immer rausnehme. Außerdem sieht man, hier ist mir ein bisschen was weggebrochen. auch durch Gewalt. Was? Achso, ja. Okay. Zufällig liegt das noch hier. Naja, ich drück das halt immer so rein, aber ich habe halt so viel Kraft, ne? Ich bin so super stark. Ich mach mal so, jedenfalls am Freitag kam die neue Ärzte-Single raus. Ja, wir haben ja über die Ärzte auch schon in vergangenen Brennpunkten erzählt. Und eventuell gibt es da jetzt einen kleinen Hype. Ich glaube es aber nicht, denn der Song ist nicht sehr mainstreamig. Auch der Titel alleine ist nicht sehr mainstreamig, wenn du dich fragst. Nee, aber gerade das ist ja so interessant. Dass die Ärzte, sie müssen ja auch nicht mainstream sein. Es reicht doch, wenn sie ihre Fans befriedigen, also uns. Ich bin super befriedigt. Ich auch. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass es sich wieder so anfühlt, als wäre das... 150 Gramm. Okay, das, ja, das ist Doppelte von ihm, ja. Tino, ihr seid ja nicht Ärzte-Fans, gell? Ihr seid ja richtig. Ja, durchaus. Suchtis. Also bei mir hat es sich ein bisschen gewandelt. Beim letzten Album war ich echt ein bisschen enttäuscht, weil da so viele Drecksongs drauf waren wie Tamagotchi oder Bettmagnet. Du bist ruhig, ich weiß, du magst den. Bettmagnet nicht so, aber ich so. Finde die Songs okay. Ja, alle Farin-Songs finde ich auch gut, aber wie gesagt, es war halt mehr so, jeder macht seine Solo-Songs. Wir packen sie auf dem Album, fertig. Und Morgens Pauken ist ja wieder ein Song von allen dreien. Richtig. Und da das kommende Album ja auch sehr lang sein wird, offensichtlich. Eine Stunde lang und kein Song unter 100 BPM. Da geht's straff nach vorne, das ist eine richtige. Die gehen auf 60 zu und machen mal so eine richtige Punkplatte. Und ich war ja erst schockiert darüber, danke, dass Farin so alt aussah auf den Pressefotos. Ja. Aber im Video wirkt er gar nicht mehr so alt. Ja, ich finde, das Video und er selber, die wirken halt so typisch boomerig langsam, aber es ist für mich okay. Also dieses, komm, wir machen da jetzt so irgendwie so mit Greenscreen und so futuristische Sachen. Das machen die absichtlich manchmal auch ein bisschen halt wie jetzt bei dem letzten Album, wo sie auch diese animierten Videos hatten. Die waren ja auch eher so, Wollen wir da eigentlich vielleicht noch ein paar Früchte reingleiern? Ich habe hier so gefrorene Früchte. Ist das nicht vielleicht ganz gut? Noch, oder? Bisschen. Ich bin offen. Ich hab's noch nicht probiert. Da ist auch noch Butter rein. Ja, das wird richtig gesund. Alter Schwede. Oder was? Ich hab jetzt Ferien gemacht. Ja. Jetzt ist halt 500 Gramm. Aber oben drüber steht 250. Scheiße, ich hab's verkackt. Weil wir haben ja schon Butter. Ja. Dann wieder raus. Ich überlege, so, wieder rausfischen. Was sollte denn oben, wie viel soll denn rein? Nee, Hälfte Margarine. Ah gut, ich habe halt nicht die Hälfte von der eigentlichen Margarine. Ah, von der Packung hast du genommen. Ja. Also würde passen. Warte, da ist kostbares Zeug. Das muss man da wieder reinkratzen. Guck hier. So, hier wird nichts verschwendet. Das ist eine absolute Katastrophe, was wir hier machen. Aber egal, am Ende schmeckt es trotzdem.
Für die Spotify-Hörer, aber wenn Robin kratzt gerade von der Margarine hier wieder Mehl rein. Hier ist auch noch. Ah, nee, die eine kann rein. Eine kann rein. Eine kann rein? Ja, ja. Aber dann sind es doch trotzdem. Ja, aber hier muss auf jeden Fall auch Margarine. In dem Teig ist jetzt zu viel drin, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ach so. Na, aber können wir das nicht wieder entgegenmachen, wenn wir jetzt ein bisschen Früchte hier reinleiern? Ich weiß es nicht, weil das ist ja, Frucht hat nicht so viel Fett. Naja, wie eben. Margarine. Ja, eben. Ja, aber ich weiß nicht, ob das relevant ist. Wir haben ja jetzt zu viel Fett. Stabil ist. Wir haben jetzt zu viel Fett. Ja, ja, ich weiß. Aber ob da, ich weiß nicht, ob das dann stabil ist. Weißt du, ob die Mischung... Ihr macht die echt noch rein, ja? Er hat jetzt gesagt rein. Es ist so eine Katastrophe. Naja, Butter, komm, ist doch Margarine. Noch ein bisschen Spüli vielleicht, aber mal zum Improvisieren. Nee, also ich würde sagen, wir leiern da ein paar Früchte mit rein. Willst du das hier eigentlich wieder rumrühren mit dem Pürierstab dann? Ja. Weil dann bietet sich das ja an, einfach so ein paar Früchte. Dann machen wir das. Komm. Dann können wir das neutralisieren, das wird richtig lecker. Guter Tipp, wenn ihr auch mal so ein Video machen wollt, probiert das Rezept vorher schon mal aus. Ja. Wenn ihr auch einen Podcast habt, wo ihr live dazu backen wollt, erst austesten. Früchtemischung kommt noch rein, mit Himbeeren und Johannisbeeren. Ein paar Erdbeeren, die sind und lieblich. Und Kirschlibeeren. Die sind lieblicher. So. Ja. Das ist echt richtig warm. Oh, eine ganz, ganz, ganz tolle Nachricht, die ich gelesen habe. Ja? Ihr kennt doch den Kalbitz von der AfD Brandenburg, ne? Ist das dieser ganz dumme? Nee, das war der... Der ausgeschlossen wurde. Ach, der, das ist der Bergmann, den du meinst. Herr Lanz, hören Sie mal zu, ich bin der Bergmann. Das nee, ist der. Nee, Kalbitz, der Glanzkopf. Ach so, jetzt habe ich sie da verwechselt. Was war denn der Bergmann? Guck mal. Der ist ausgeschlossen worden von der AfD. Wie findet ihr die Geräusche gerade? ASMR. Ja. Ja, zieh einfach durch. Ja, also der wurde ausgeschlossen. Genau. Da gibt es noch eine besondere Nachricht zu ihm. Und welche wäre das? Ihr werdet mir nicht glauben, aber er hat einen Nazi zusammengeschlagen. Was? Warum? Das ist jetzt meine... Ich formuliere es anders. Hat Kalbitz einen Nazi zusammengeschlagen? Fragezeichen. Oder hat ein Nazi ihn zusammengeschlagen? Und jetzt frage ich euch, was denkt ihr, ist passiert? Unter dem Motto, hat Kalbitz einen Nazi zusammengeschlagen? War das irgendwie gestaged oder? Nein, es ist echt passiert. Okay. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, er wurde zusammengeschlagen. Nee, er hat einen Nazi geschlagen. Das war gar kein Nazi, sondern ein Öko-Nazi. Ah. So ein Linksfaschist. Nein? Nein. Oder er hatte Corona, oder er hatte Angst vor Corona, der Typ hatte keine Maske und dann hat er sich gewehrt. Auch schön, aber nein. Folgendes: Kalbitz hat einen seiner Parteigenossen getroffen, also in der Kantine einfach ein Freund von ihm, auch von der AfD, hat ihn aus Scherz in den Magen geschlagen. Mhm, und das wohl so doll, dass er ins Krankenhaus musste, der andere. Wegen irgendwelchen inneren Verletzungen. Und jetzt ist halt Kalbitz der große antifaschistische Täter, weil er Nazis in den Magen boxt. Witzig. Jetzt ermittelt auch die Staatsanwaltschaft gegen Kalbitz. Das war ein teurer Spaß. Das ging schon. Guckst du, ist das Rezept schon fertig? Es ist schon fertig. Jetzt kann man den Ofen anmachen. Und ist das so? Ja. Das ist ja eigentlich muss das ja noch kühlen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Problem ist. Ihr könnt ja mal probieren. Wir haben es doch gekühlt durch die Früchte. Nein, der Boden. Ach so. Aber der ja, also den Ofen kann man jetzt vorheizen. Lügenrezept. Ich sag's immer 180 Grad. Vorheizen ist eine Lüge der Energieindustrie. Wer macht das denn? So. Ja, wir können ja auch einmal. So, Sache, weil ich alle sind hier heute krüppel. Ich habe übelst Rückenschmerzen. Rücki hat ein kaputtes Bein. Leute, die zugucken, sehen das vielleicht. Ich so bin gesund und jung. Okay, Käthe Kalbitz, Schule. Ist Nazi-infestiert. Ach so, übrigens, was ich zuerst noch sagen wollte, ich finde es schön, dass da die eine Line an Gigi Allen ging. Oh ja. Gigi war krank, glaube ich, heißt es. Ja, die ist auch gestorben, die eine Drag Queen. Gigi Anderson oder so. Es geht um Gigi Allen. Ach so. Der beste Gigi. Ich dachte. Besser als Gigi D'Agostino. Nee, zufällig ist irgendeine Drag Queen, die auch Gigi heißt, gestorben. Mhm. Aber um die geht es nicht. Es geht ja um Ellen DeGeneres. Was? Gigi's Reise ins Zauberland? Bestimmt. Ja. Ist das die Meldung, dass Ellen DeGeneres
vorgeworfen wird, dass sie ihre Mitarbeiter schlecht behandelt. Das hatten wir das letzte Mal schon. Hatten wir schon, glaube ich. Ja. Sehr schön sieht das aus, was hier passiert. Kann man mal probieren. Ich muss kurz eine Nachricht schreiben. Ich dachte, du filmst hier, Tino. So. Dachte ich auch kurz, aber das war doch gut. So, außerdem muss ich hier noch meine Notizen konsultieren. Mhm. ApoRed! Schmeckt nach Käsekuchen. ApoRed und Nimi. Hast du mitbekommen? Auch nicht. Nee. Das ist ein Riesenclash, wo wir gerade von. Sind jetzt ein paar. Wo wir von sexueller Belästigung gerade geredet haben, an kleinen Elfjährigen. Ich glaube, die war leider nicht minderjährig. Aber es steht die Kritik im Raum. Also, nochmal ganz von vorne. Der Mimi macht ja seine Payback-Videos. Hast du da mal eins gesehen? Der macht Werbung für Payback? Nein. Achso. Der macht quasi seit 2 Jahren, hat er, oder noch länger, ich glaube 4 Jahre läuft das jetzt schon, hat er einen Groll gegen Leon Mascher. Und hat damals angefangen, so Videos zu machen und haut die jetzt gerade so dieses Jahr raus. Ja, stimmt, das weiß ich nicht. So, diese großen Paybacks. Ich glaube, jetzt ist er bei Folge 13 schon. Und in einem hat er erwähnt, ach ja, übrigens, damals, da haben ApoRed und Leon Mascher so ein Mädel belästigt, sexuell. Und gesagt, hier, wir pushen dich, aber ich will, dass du Lutschi Lutschi machst. Ja, kennt man. Und das hat die damals auch in einem Video angesprochen, hat aber keine Namen genannt. Und jetzt hat Mimi quasi so zwischen Tür und Angel ApoRed und Leon Mascher genannt. Leon hat sich noch nicht dazu geäußert. Und ApoRed, der ist richtig ausgerastet. Der hat wiederum jetzt nicht der hat nicht gegen Mimi geschossen, sondern gegen das Mädel, was da ja irgendwie augenscheinlich belästigt wurde. Ach komm, das können wir sauber machen, wenn der Podcast hier vorbei ist. Ich denke auch. Ist das jetzt wirklich fertig so? Das wird jetzt. Ja, dann können wir einfach übersetzen. Das war ja voll einfach. Wir mussten ja nur Rücki zugucken. Ja, dann lass doch mal aufs Sofa gehen oder so. Mir egal. Weil, wenn wir ich jetzt. Ich habe mir einen Timer gestellt, nicht dass es dann Kohle wird. Den Timer of your life? Den Timer of my life. So. Ja, Leute, dann habt ihr jetzt hier das perfekte Klangerlebnis und uns zu sehen. Dann war ja die Hälfte gar nicht so schlimm. Also die erste Hälfte. Mir gar nicht. So, war so. Schön. Ja. Jetzt ist halt nur die Frage, ob wir das noch hinkriegen, dass das irgendwie rechtzeitig fertig wird, bevor Tino weg muss. Dolby Surround haben wir hier. Ah, stimmt. Schön. Ja, dann legen wir das hier so drauf. So, also. Richtig absurd. ApoRed. Schönes Bild, ja. ApoRed hat dann Kritik geäußert an der Frau, die vor 4 Jahren das gemacht hat, dieses Video. Nicht an Mimi. Also die hat damit überhaupt nichts zu tun. Die hat nichts damit zu tun, ja. Mimi hat die Namen gedroppt. Und ApoRed ist übelst ausgerastet, hat gesagt, du hässliche, du dumme, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, noch irgendwas, warte, hässliche, dumme, dreckige, kleine, du dreckige. Hat dann aber das Video sehr schnell wieder runtergenommen, hat dann ein neues hochgeladen, hat gesagt, ja Leute, ich sag das ja immer beim Zocken auch, das sind keine Beleidigungen. Und dann fügt er halt so... Nee, dumme Fotze und Judensau, das ist für mich keine Beleidigung, das ist für mich einfach Spaß. Naja, also ein Stück weit gebe ich ihm recht, aber ein Stück weit ist es auch Quatsch, weil er sagt halt auch, man kann ja auch im Spaß irgendwie beim Zocken, oh du Arschloch, so, weißt du? Und trotzdem ist Arschloch weiterhin eine Beleidigung. Also klar, wenn man spielt miteinander, ja, aber das war ja wirklich ein Statement, was an dieses Mädchen gerichtet gewesen ist. Ja. Ich kann ja auch nicht einfach vor Gericht sagen, Herr Richter, das ist für mich kein Mord. Das ist einfach, das bin ich halt, das ist mein Ding. Wenn das für Sie Mord ist, sind Sie schlimmer als ich. Ich ermorde auch in Call of Duty meine Freunde. Genau. Das ist ja auch nicht ernst gemeint. Und das Mädchen, ist das bekannt, wer das ist? Ja, ich hab's mal wieder vergessen. Irgendeine YouTuberin halt. Bibi, oder? Nee, und dann gab's noch eine Carina, irgendeine sehr stark geschminkte, die halt irgendwie damals auch da war. Und wohl relativ authentisch auf Instagram in einer Story berichtet hat, wie sie halt auch irgendwie von ihm angemacht wurde und von hinten die Schultern massiert bekommen hat, ohne gefragt zu werden und so. Und jetzt ist Mimi wieder in Zugzwang. Der hat dann so einen Kommentar unter einem Video geschrieben und das hat sich dann so ein bisschen angefühlt, als hätte er einen Fehler gemacht. Aber eigentlich kann man das auch, wenn man will, nicht so lesen, sondern halt anders. Ja klar, geschickt halt. Also... Wir schauen mal, was da jetzt noch kommt. Auf jeden Fall fand ich es witzig. Ja, ich sage halt immer, du Dreckige, auch beim Zocken, guck doch einmal. So redet er nicht, aber so ungefähr redet er. Digga. Digga.
Du Dreckige. Krabbi, du Alter, miese Drecke. Du Go. Du mieser kleiner Go. Ja, also. Wir werden das verfolgen, was passiert. Man, das ist halt auch echt Quatsch, Mann. Wenn ich beim Zocken sage, du Spast, Alter, dann ist das halt irgendwie witzig gemeint. Aber wenn ich sage, ey, du Spast, Mann. So, dann ist das halt irgendwie was anderes. Du Fotze, du Nutte und so. Das ist dann schon was anderes, würde ich behaupten. Ich habe halt das ganze Video leider nicht gesehen, von daher keine Ahnung, was noch gesagt wurde. Ich will es gar nicht sehen. Mir reicht schon, das von dir zu hören. So, Rücki, welchen Nährwert hat denn das eigentlich jetzt, was wir da gemacht haben? Was? Ach, das ist den Kuchen. Der Kuchen, wie viele Kalorien und... wie viel Margarine? Zu viel? Zu viel Margarine erstmal. Also lest das Rezept vorher richtig. Probiert's aus. Mhm. Das ist schon mal die erste Lektion. Und ja, also vegan hatten wir ja schon mal, können wir auf dem Brennpunkt, ich weiß nicht, welche Nummer es war ein Hörerwunsch, irgendwo ziemlich am Anfang. Zähnen, ja, genau. Das war mein Podcast, da konnte ich richtig auf den Putz hauen. Da haben wir ein bisschen schon mal drüber geredet. Und ja, ich weiß nicht, ob man dazu noch mehr sagen muss. Also ich glaube, die meisten Zuhörer wissen, was Veganismus ist. Hoffe ich, dass sie es wissen. Veganismus ist richtig, der Rest ist falsch. Mehr muss man gar nicht wissen. Ja, aber also nur weil es vegan ist, ist dieser Kuchen jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gesund. Nee, das nicht. Also das ist auch immer das Ding, was ich in der Uni mit vielen Leuten habe. Also wenn du was backst, dann ist es halt, wenn es schmecken soll, finde ich, ist halt viel Zucker drin, ist halt nicht so gesund. Hm. Ich kenne jetzt auch Freunde, die dann anfangen und gesund backen und dann sagen sie, dann heißt halt immer so der Running Gag, ja, schmeckt halt gesund, weil es halt scheiße schmeckt. Ja, es bleibt halt die Umschreibung. Es bleibt halt Kuchen und nicht irgendwie eine Suppe mit Nährstoffen drin. Genau. Hm. Aber ein Kuchen ist ja da, ist ja ein Dessert und dann muss man sich auch mal was gönnen. Und keine Mahlzeit. Ich hoffe, wir können das hinterher auch sagen, dass wir uns mal was gönnen. Ja. Ich meine, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn das halt zu viel fettig ist? Da werden wir halt dick alle. Das ist doch ein Geschmacksträger, das schmeckt es doch nur noch besser. Ja. Aber ich sag euch, diese reingequirlten Früchte. Die retten es. Die retten's. Die saugen das Fett auf. Und ja. Apropos Geschmacksträger. Jules. Es wurde eine Gassi-Gehpflicht eingeführt. Was? Ah ja, Julia Klöckner. Genau, sie tut nichts gegen die Massentierhaltung, aber... Ja. Es ist ganz wichtig, dass man jeden Tag mit dem Hund rausgeht. Ja. Zweimal am Tag für 2 Stunden oder so, keine Ahnung. Alter, was ist denn hier in Deutschland passiert, als ich eine Woche nicht da war? Selber schuld. Scholz. Ja, stimmt. Der hat nämlich gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen, das können wir nicht machen. Das wäre ja Neoliberalismus. Egal, aber was? Das würde mich nicht wundern, wenn die SPD rausfliegt aus dem Bundestag zur nächsten Wahl. Ohne Spaß. Ja, Gassi-Gehpflicht. Ja, das hat die jetzt eingeführt. Oder wollen die jetzt einführen? Ja, damit die Hunde ordentlich versorgt werden, aber die anderen Tiere, die sind egal. Aber ist es nicht sowieso schon, also es gibt doch da bestimmt so ein, wie heißt das, Tieramt? Wie heißen die? Tieramt heißt das. Das Tieramt, so. So wie das Jugendamt gibt es auch das Tieramt und das Tieramt geht doch auch hin, wenn Leute irgendwie ihre Tiere vernachlässigen. Also gab es das nicht dementsprechend schon so ein bisschen indirekt? Die sind jetzt nicht so hinterher bei Tieren wie bei Kindern. Wie heißen die denn? Leider sagen. Kammerjäger. Ja, genau. Nee, aber ich habe auch mal gesehen, dass von dem Nachbarn meiner Eltern wurden auch mal die Hunde entzogen, weil die wohl die Tiere nicht gut behandelt haben. Das gibt's auch. Aber da kam mal die Polizei, hat halt die Hunde mitgenommen. Ja. Aber ob es da jetzt so ein richtiges Amt für gibt, Tierschutzvereine vielleicht. Tierschutzbund, ja, sowas. Tierschutzbund. Aber ob die jetzt auch eine Macht haben, das durchzusetzen? Jetzt geht Robin schnell mit seinen Hunden Gassi, damit er keinen Ärger kriegt. Ist so, warte. Oh. Ja, die Frage ist ja auch, wir wollen jetzt erst dann kontrollieren, dass du rausgehst mit dem Hund. Mit den Tieren. Ein Chip. In der Impfung drin. In der Impfung für die Hunde. Ja. Ja. Sind Corona-Hunde jetzt schon? Was sind Hunde schon gegen Corona geimpft? Endlich mal. Ich gehe davon aus. Apropos Corona, vielleicht das ist ein bisschen untergegangen im Intro, ja, weil wir da irgendwie mit Kuchen beschäftigt waren. Aber in Marseille gibt halt keiner da einen Fakt drauf. Also wirklich, da war am Hafen. Das war, glaube ich, nicht mal irgendwie ein besonderes Event. Es war einfach so abends am Donnerstag auch noch. Also nicht mal Wochenende. Einfach so ganz normaler Markt. Und es war so voll. Keiner hatte eine Maske auf. Also kein Wunder, dass innerhalb von Frankreich da die höchste Konzentration an Corona ist. Habe ich dann auch erst erfahren. Großartig. Also Frankreich auch. Die machen es richtig. Die tragen diese Maulkörbe nicht. Na, die wollen halt die Durchseuchung, ne? Nee, weiß ich nicht. Denen ist es einfach egal. Da ist halt einfach ein anderer Lifestyle. Die Stadt an sich ist halt einfach so, yo, wir gehen raven. What? So ungefähr. Ist jetzt auch nicht die sauberste Stadt. Ich finde sie an sich ein bisschen sympathisch, auch wenn mir nicht alle da zustimmen. Herr Rodes. Aber... Oho. Ja.
Wir sind negativ, von daher ist okay. Ich saß gestern im Zug und da saß auch mir ein Mann gegenüber, der die Maske nur so nur hier getragen hat. Unterm Kinn. Unterm Kinn. Das sind die Besten. Und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Dann kam aber ein Typ, der wie ein Bahnmitarbeiter aussah, aber keiner war, der hat aber auch so einen Anzug getragen, ist zu dem Mann hin und meinte nur so. Und da hat der Mann sich entschuldigt und die aufgesetzt. Kannst du das für die Spotify-Hörer nochmal? Also er hat die Maske runtergezogen, seine eigene wieder hochgezogen, um zu signalisieren, dass er sich hochziehen soll. Genau, ich habe eine Maske auf, du bitte auch. Was der Mann noch getan hat, der andere Mann. Und aber nach 10 Minuten ist sie wieder runtergerutscht. Bis zur unter die Nase. Aber immerhin. Den Klassiker hatte ich auch dann, wo ich im Kaufland noch, es gibt noch Rewe und so weiter, aber wenn ich im Kaufland gearbeitet habe, habe ich auch dann immer so einfach nur so angedeutet und dann haben es manche verstanden, andere haben gesagt, oh, ich habe so in unserem Alter, ich habe Ich habe da so eine medizinische Sache. Ja. Und dann auch mit diese ausgedruckten Zettel, ich weiß nicht, also ob die kriegst du wahrscheinlich im Internet irgendwo. Ja. Die sind auch und die Story mit dem Headbutt habe ich ja schon erzählt, oder? Dass mein Kollege ein Headbutt bekommen hat. Ja. Weil das ist ja jemand darauf hingewiesen hat. Das ist ja auch strafbar jetzt, diese Zettel mitzunehmen, diese ärztlichen Atteste. Ja. Dass man die nicht tragen muss, weil man irgendwie krank ist, aber das ist Quatsch. Wie gesagt, es gibt ja auch genug Ärzte, die irgendwie Marathon gelaufen sind mit Maske oder 6 Masken übereinander genommen haben, an so ein Sauerstoffgerät angeschlossen, um zu zeigen, dass die Sauerstoffgehalt nicht geringer wird. Überhaupt Ärzte tragen doch ständig bei OPs stundenlang diese Masken, fallen ja auch nicht der Reihe nach. Ja, aber die stehen ja nur rum und die gehen nicht anstrengend einkaufen. Ach so. Und Slipknot, die tragen ja auch Masken seit 20 Jahren. Sido hat auch eine Maske getragen. Sido auch, ja. Alter, Sido ist einer von denen. Der steckt mit Bill Gates. Jetzt regt er sich auf. Nee, aber er regt sich doch jetzt auf. Ja, eben. Das. Also er hat zwar keine Maske mehr, hat es auf einmal im anderen Team. Bill Aids. Okay. Es gibt ja echte T-Shirts, ne, wo draufsteht, gib Gates keine Chance. Das ist dumm. Alter! WAP. Das ist auf jeden Fall mein Thema der Woche, obwohl ich glaube, es ist jetzt schon wieder 8 Tage alt oder so. WAP. Wofür steht WAP? Es ist ein neuer Song von Cardi B. Wap, richtig? Nicht Wap. Aber vielleicht wollte die gute Bibi uns was damit sagen. Die hat nämlich eine Medical Condition. WAP steht für Wet Ass Pussy. Also, das heißt, wenn du aus dem Anus schwitzt, unkontrolliert. Nee, aus der Pussy. Aber das, also die Story geht auf jeden Fall noch weiter. Wet Ass Pussy ist quasi so dieses Klischee, was auch in Deutsch oder also das gängige Stereotypen, ich bam, bums alle weg und ich habe den krassesten Schwanz so, was halt bei Männern gang und gäbe ist. So. Kennt man. Hat Cardi B jetzt quasi als weibliche Person gemacht. Also sehr, sehr expliziten Text darüber, wie sie halt eine sehr wette Pussy hat. So. Das ist das Ding bei den Frauen. Also Typen wollen einen riesen Pimmel haben und Frauen ganz feuchte Mumus. Ja, genau. So. In comes Ben Shapiro. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, der Name sagt mir was. Das ist dieser Facts Don't Care About Your Feelings Typ, der dann aber sehr, sehr emotional gerne mal über Themen redet, also sich selbst quasi so ein bisschen aushebelt. Und der ist so ein Right-Wing-Kommentator, Radio-Show-Host. Ist das der mit den Gay Frogs? Nee, das ist Alex Jones. Der schade. Der ist auf jeden Fall noch eine ganze Ecke schlimmer. Ich liebe ihn. Also Ben Shapiro ist mehr an der Logik dran auf jeden Fall. Alex Jones ist einfach nur Parodie so. Okay. So, und der hat jetzt diesen Songtext vorgelesen. Hat dann auch, also der ist so ein Urkonservativer, auch so christlich und so, hat statt Pussy auch P-Word gesagt, weil ihm das so unangenehm war, Pussy zu sagen. Keine Frage. Also so richtig cringy, könnte man sagen, liest er den Text vor und beschwert sich. Voll wack, würde Rezo sagen. Ja. Beschwert sich übelst darüber und sagt dann, dafür haben die Frauen also jetzt im Feminismus gekämpft, für solche Texte. Ja, haben sie. Arschloch. Der Punkt ist halt, warum er sich überhaupt an diesem scheiß Text stört. Es ist halt ein Lied und er trägt übelst durch, aber er macht das halt öfter. Er hat zum Beispiel auch schon Imagine von John Lennon als ein kommunistisches Manifest auseinandergenommen. Es ist ganz, ganz bitter, was er da manchmal macht. Ist nicht ganz weit hergeholt. Ja, ja, aber guckst dir mal an. Also was er sagt, ist ganz großer Käse. Auf jeden Fall sagt er wet as pussy. Alles ganz schlecht. Dann wurde sich darüber lustig gemacht und dann hat er zum Gegenschlag ausgeholt. Er hat nicht gesagt, okay, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Nein, er hat gesagt, Leute, ich habe das mal mit meiner Frau jetzt abgeklärt. Meine Frau ist eine Doktorin, das sagt er jeden zweiten Satz. Mhm.
Und meine Frau hat gesagt, wenn man eine Wet-Ass-Pussy hat, dann ist das eine medizinische Kondition. Das ist, dann sollte man mal zum Arzt gehen. Siehste, das war ein Hilfeschrei von der Sängerin. Nee, das war vielleicht ein Hilfeschrei von ihm oder seiner Frau. Weil wenn die Frau dir sagt, wenn Frauen eine nicht trockene Vagina haben, dann ist das was Schlechtes. Dann impliziert das eventuell, der hat ja auch zwei Kinder, dass sie immer eine trockene Vagina hat beim mit ihm interagieren. Ja. Das war also der größte Self-Own der Geschichte. Und dann ist natürlich das Höllenfeuer auf ihn reingebrochen. Also ab da kamen die Memes noch und nöcher. Ben Shapiro mit seiner Dry-Ass-Pussy. Ganz, ganz groß. Also das ist wirklich mein Highlight der letzten, ich glaube halt 8-9 Tage. Da gab es so eine ähnliche Geschichte. Wie heißt denn der? Kevin McInnes. McInnes. Okay. Der ist irgendwie Leader von den Proud Boys. Proud Boys kenne ich nicht. Und ihm wurde wohl Homophobie vorgeworfen. Und er muss sich jetzt in der TV-Show tatsächlich als Beweis, dass er nicht homophob ist, einen Dildo in den Arsch geschoben haben. Was? Ist wirklich, wirklich passiert. Wurde mir zugesendet. Vielen Dank dafür. Ist das ein Amerikaner? Ja. Was ist denn, was für eine TV-Show denn? Warum kommt die nicht bei uns? Es stand irgendwie da, the Kevin McInnes Show. Also muss man auch eine eigene Show haben. Und da gibt es so dieses Bild, wo er halt die Hose unten hat und sich gerade so ein Dildo einführt und so die Augen schließt. Dabei. Okay. Das soll echt passiert muss sein. Muss das jetzt jeder machen? Der sagt, er ist nicht homophob, ja. Dann muss beweis ich das beweis es, hier, schieben. Dildo. Aber, also Tino, vielleicht sehe ich das ein bisschen falsch, aber ist man direkt homotolerant mit dem Dildo im Arsch? Ich kenne auch heterosexuelle Männer, die sich auch ganz gerne was hinten reinschieben. Das gibt's also. Also was beweist das denn? Was ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, aber ich fand's schön. Ich fand's lustig. Das ist so. Warst du dabei oder warum fandst du es schön? Kein Kommentar dazu. Das ist die Spitze des Hey Fellow Kids. Ich verstehe, ich weiß doch, was ihr wollt. Hier, guckt mal. Aber vielleicht schätze ich das falsch ein. Vielleicht ist das ja auch einfach so ein Jan Böhmermann-Typ. Und weißt du, er weiß, dass das total dumm ist und macht es als Gaudi. Kann ja auch zum Trend werden, dass jetzt heterosexuelle Männer, die um zu beweisen, dass sie nicht homophob sind, sich so Sachen hinten reinschieben. Kann man vielleicht auch machen, dass sie dann dauerhaft mit sowas rumlaufen, so als Erkennungszeichen, ich bin tolerant. Ja, genau, cool. Ja, so eine neuer Hashtag werden irgendwie, was weiß ich. Ass-Dick Challenge oder so. Fant-Ass-Tick. Ja. Fant-Ass-Dick. Dildoleranz. Die Dildoleranz. Dildolerant. Dildolerant, ja. Das gefällt mir auch. Ja, keine Ahnung. Also würde ich gerne mal sehen, gucke ich mal nach. Am besten mal googeln, liebe Leute, nach. Also er ist ein richtiger Kevin, ja? Also nur mit C und A quasi. An dieser Stelle. Kevin McInnes. Herr Böhmermann, die Welt schaut auf dich. Bitte steck dir einen Dildo in den Arsch. Belarus. Belarus hat einen richtig fetten Dildo im Arsch, nämlich den Lukaschenko. Ja. Den Führer des Landes, der so gar nicht demokratisch gewählt wurde, munkelt man. Und, das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht, das scheint sich auch zu bewahrheiten, aber ja. Da ist gerade ein bisschen am Protestieren. Und das ist ja hier jeden zweiten Podcast, sagen wir, ja, dieses Land, Thailand war es, glaube ich, zuletzt oder so. Ganz, ganz viele Länder, auch Amerika natürlich, die stehen gerade auf. Putsch in Mali, wir hatten es gerade, ne? Und immer gegen rechte Regierungen, ja. Das würde ich mal dazu sagen, dass ausgerechnet denen solche Sachen vorgeworfen werden und wo es auch nachgewiesen werden kann. Komisch. Aber ich bin ja unangenehm links, ich sag dazu mal nichts. Ich bin ja behaftet. Ja, es wird halt ein bisschen kritisch von links und das verstehe ich, wenn es halt dieses Culture War-Ding ist, ne? Das hat man ja auch zur Genüge. Und ich glaube, deswegen hat das auch in Amerika so einen schlechten Ruf, was halt dumm ist. Weil wenn du nach den tatsächlichen politischen Ansichten und nach den eigenen, nach den einzelnen Policies quasi fragst, wie zum Beispiel Medicare for All, also dass die alle halt einfach versichert sind, unabhängig vom Job, dann sagen irgendwie 80%, sie sind dafür, aber nicht 80% der Bevölkerung sagt, wir sind für linke Politik so. Obwohl das halt linke Politik ist. Ja. Und das ist ein bisschen dumm. So, also natürlich auch durch dieses Kalte Krieg noch und Socialism ist was ganz Böses, das schwingt da natürlich noch nach. Socialism ist nur gut, wenn es für die Korporationen ist. Und wir hatten das ja auch schon ein paar Mal im Podcast, dass die Amis ja so ein bisschen daran glauben, irgendwie man muss sich selbst durchkämpfen und die haben so dieses Solidaritätsding halt nicht. Irgendwie. Ja, das stimmt. Jetzt sind wir wieder bei Amerika gelandet, obwohl es in Belarus irgendwie übelst am Dampfen stimmt. ist. Aber okay. Also in Belarus ist der Typ jetzt auch schon irgendwie seit, ich glaube, 26 Jahren an der Macht gewesen.
Und jetzt schwingt es gerade um und das hat auch allerhand andere Gründe noch. Da gab es vorher noch so einen Aktivist, der jetzt verhaftet wurde, so ein Blogger, so ein Meinungsblogger. Und da haben sich dann die Leute gegen die Regierung das erste Mal so richtig aufgelehnt. Und dann gab es jetzt den größten Protest aller Zeiten des Landes mit mehreren 10.000 Leuten. Und mal gucken, was da jetzt noch kommt. Es gibt währenddessen eine Oppositionsfrau, die eigentlich also so der Kontrahent war von Lukaschenko. Und die hat jetzt gebeten, dass die EU das nicht anerkennt. Deutschland hat es auch schon gesagt, dass wir es nicht anerkennen. Ja. Putin wiederum hat aber gesagt, hey, lasst das mal. Das wird Konsequenzen haben und das ist unverzeihlich, wenn ihr euch da jetzt einmischt. Also, kalter Putin Krieg. Putin kennt sich ja aus mit Wahlen, die gefälscht sind oder auch nicht gefälscht sind. Der kennt sich da aus. Das ist ein lupenreiner Demokrat. Ja. Das beweist auch die nächste Nachricht. Geht ein bisschen weg von diesem Brennpunkt-Internet-Ding, aber ich fand's krass. Der hat nämlich auch einen Kontrahenten. Ja. Ich dachte, ein Podcast. Der hat auch einen Podcast, der Putin. Der will mit uns mal Kollabo machen. Gerne. Jo, dabei. Komm Internet. Vorbei. Da. Dabei, Internet, ja. Da. Brennpunkt, dabei. Okay, und der gute Putin ist in der Kritik, denn dieser Kontrahent hatte irgendwie Gift in seinem Tee. Und liegt jetzt auf der Intensivstation, aber ich glaube mittlerweile, also es gab den Plan, den nach Deutschland zu fliegen tatsächlich. Mhm. Deutschland ist gerade überall mit drin. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu diesem Zeitpunkt schon passiert ist. Aber, also der hatte, wie gesagt, Gift im Tee, ist nicht gestorben, aber halt irgendwie kurz davor oder so. Und der gute Putin ist da vielleicht für verantwortlich. Man weiß es nicht. Dumm gelaufen einfach, der Tee war schlecht. Es war sogar im Flugzeug, habe ich gehört. Mhm. Also frage ich mich, wie das dann läuft, weil da muss ja dann irgendjemand in dem Flugzeug beteiligt sein und eben, dann sind die ja notgelandet. Das ist halt das Ding, Alter. Halt komisch. Da muss ja, wahrscheinlich sind da nur vertraute Personen drin und eine von denen, mindestens eine davon ist irgendwie gegen dich. Ja. Das ist halt schon hart. Also nichts trinken, Leute, wo ihr nicht den kompletten Herstellungsweg mitverfolgen konntet. Oder wie meine Mutter immer sagt, trink ja nichts in der Disco, die machen da Tabletten rein. Genau, Tabletten, ja. Ja. Aber manche freuen sich dann drüber. Das ist richtig. Ich frage mich auch, was das bringen soll. Also gut, vielleicht irgendwie, um mich zu vergewaltigen, aber sonst, was für Tabletten? So. Naja, K.O.-Tropfen halt, ne? Aber warum? Ja, bei Männern jetzt nicht, aber Frauen kann man damit leicht gefügig machen. Ja, okay, von mir aus, aber bei mir jetzt? Von mir aus. Also wie oft wird das meine Mutter gesagt hat, ich soll nichts in der Disco trinken? So, keine Ahnung. Es kann ja auch Drogen drin sein, um dich anzufixieren, dass du Drogenkäufer bist. Dass ich die Location so geil finde. Das kann auch passieren. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Laden wie der Gesangsgeräusch Grünanlage in Erfurt. Was? Der Musikpark, Mann. Ach so. Der hätte das bitter nötig. Drogen. Ja, mir Drogen zu geben, ja. Damit ich den Laden besser finde. Aber du weißt ja dann nicht mal, was es ist. Also du weißt nicht, von was du abhängig bist. Das ist richtig. Das nervt ja voll. Aber ich brauch's, aber ich weiß nicht was. Können Sie mir bitte nochmal dieses Zeug hier reinschmuggeln? Ich brauche das. Dann gehst du zum Dealer. Ich brauche LSD, ich brauche Amphetamine, ich brauche Kokain. Ja. Machst du so eine Studie an dir selbst. Ja. Wovon war ich jetzt abhängig? Jetzt bin ich von allem abhängig. Ja, dumm gelaufen. Das ist ein teures Spielchen. Schrödingers Drogensucht. Oder so. Also wenn ihr gegen Putin antreten wollt in Russland, zur Wahl, kein Tee trinken. Ja. Nur von Mutti vielleicht. Nee, ach, Mutti, nicht. Die hat sich mit Greta getroffen. Das ist aber ein gutes Apropos, Stichwort. Ne? Danke, das war so eingeflochten von mir. Ja, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Ich eigentlich nicht, aber ich habe es halt mitbekommen. Die haben irgendwie anderthalb, auch mit Luisa Neubauer, haben sich da anderthalb Stunden hingesetzt. Das ist irgendwie so ein bisschen... Du meinst Julia Reda? Genau. So ein bisschen entgegen von... wir sind keine Wissenschaftler, wir sagen nur, hört auf die Wissenschaftler. Ja. Dann finde ich das ein bisschen komisch, dass dann eine Merkel sich mit denen zusammensetzt. Sie ist Wissenschaftlerin. Das war auch irgendwie der Konsens hinterher, dass sie zwar als Wissenschaftlerin die Zusammenhänge versteht, aber irgendwie die politische Tragweite irgendwie schätzen sie unterschiedlich ein oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber da frage ich mich, warum setzen sie sich dann nicht lieber mit irgendwie den fünf wichtigsten Klimawissenschaftlern Deutschlands oder so hin? Irgend sowas. Mhm. Warum sollen diese drei Leute da sitzen und Scheiße labern? So? Also gut, Scheiße labern ist ein bisschen extrem jetzt gesagt, aber ich finde halt nach wie vor es am effektivsten, wenn eine Greta sagt, hört auf die Wissenschaftler und nicht plötzlich selbst anfängt,
so die Wissenschaftsperson zu sein. Und das Ergebnis des Gesprächs war, wir sind uns einig, uneinig zu sein. So ungefähr, ja. Cool. Ja. Dafür sind sie an einen Ort geflogen oder mit dem Zug gefahren. Ja, Greta fliegt ja nicht, die fährt ja mit dem Zug überall hin. Auch wenn sie dafür wochenlang braucht. Das ist schon mal gut. Richtiges Vorbild. Ja, also ich finde es ja grundsätzlich auch gut, dass das überhaupt passiert, aber ne, warum, also man kann ja dieses Gespräch trotzdem führen, aber zusätzlich noch ein paar Wissenschaftler dazu holen und dann sagen, ey, das sind die Fakten, so muss es laufen. Sie konnten also Merkel nicht in die Knie zwingen, aber wer auf die Knie gegangen ist, ist die Polizei. Jules freut sich. Ich weiß gar nicht, ich habe es nur noch vorhin kurz gelesen auf dem Weg hierher. Ich weiß nicht, wo es war, aber in Deutschland hat wohl auch ein Polizist gekniet auf einem jugendlichen Schwarzen sogar. Ich weiß es nicht. Auf einen Nicht-Deutschen, glaube ich. War das so ein Prank? So ein George Floyd in Real Life Ding? Habe ich gehofft, aber war es nicht. Und da gibt es jetzt sogar so ein Bild, so ein Meme im Netz, wo da drüber steht, irgendwie nach dem Motto, diese Szene gibt's eigentlich gar nicht, deswegen muss auch nicht ermittelt werden, weil es verboten ist. Weil Seehofer gesagt hat, dass man nicht intern ermitteln müsste bei der Polizei über Rassismus, weil Rassismus ist ja verboten. So eine Art. Ja, sowas in die Richtung habe ich auch mitbekommen. Deswegen gab es diese Szene auch gar nicht. Das ist auch immer wieder dieses Meme, das ist auch vor einem Jahr schon in Hongkong gewesen, wenn es dann heißt Polizeibrutalität und die Polizei sagt dann, wir haben uns jetzt genau angeschaut, wir haben uns inspiziert. Wir haben uns ganz genau beäugt und sind zu einem Schluss gekommen, wir haben nichts falsch gemacht. Ja. Das ist immer sehr gut, wenn das keine dritte unparteiische Partei macht, sondern man selbst. Also ich finde auch, ich bin fehlerfrei. Absolut, ich habe auch keinen entdeckt bei mir. Ja. Fehler. Du? Hast du Fehler? Bis auf den Margarine-Fail vorhin. Nee, der Margarine-Vorfall war schon das was war Großes, das aber das war mal eine Ausnahme. Gate. Ja. Ich sag's, wie es ist. Dadurch, dass wir diesen Margarine-Notstand hatten und dann dadurch die Früchte noch eingefügt haben, wird das sehr, sehr lecker. Ja. Vielleicht machen die Früchte aber auch, dass der Kuchen nicht richtig aufgeht, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich habe mal einen Pudding. Ja. Das wird super. Was auch super wird, sind die Wahlen in Amerika. Wir müssen natürlich auch noch mal zu den USA kommen, denn Trump war auch diese Woche mal wieder ganz wild unterwegs. Aber nicht nur er, sondern auch sein Kontrahent Joe Biden. Mhm. Der hat nämlich jetzt einen Vizepräsidenten gewählt. Tintin. Beziehungsweise Innen. PräsidentInnen. Und das ist Kamala Harris. Und da gab es dann so eine Karikatur von, auf jeden Fall vom gleichen Oberkonzern, der auch Fox News hat, aber ich glaube in Kanada oder so. Und er hat so einen rassistischen Comic gemacht. Ich finde es gar nicht so schlimm. Der Comic ist eher so abgezielt, als wäre Joe Biden der Rassiste. Also, ne? Okay. Der Comic stellt halt Rassismus dar, aber das heißt nicht, dass der Comic an sich rassistisch ist. Mhm. Aber da gab es auf jeden Fall einen großen Eklat. Da sagt er nämlich, hier, ich lasse jetzt hier dieses kleine, ich muss mich jetzt schon zum Schlafen legen und lass dieses kleine braune Mädchen hier weiterreden. Und das kritisiert halt auch so ein bisschen, dass er sie nur gewählt hat, weil sie schwarz ist und weil sie eine Frau ist. Kann man kritisieren, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Ich finde einfach, sie als Person ist ein bisschen meh. Geht besser, aber... Aber sie ist doch auch sehr, diese ganze, sehr queer-freundlich, ne? Also ist sie das? Davon weiß ich nicht so viel. Also sie hat relativ viel gleich gewählt wie Bernie Sanders, das ist schon mal ganz gut. Aber an sich ist sie halt fast auch so ein, so wie Biden halt, so ein Republikaner-Light, so ein bisschen. Ja. Also wir haben das ja auch schon mal gesagt, wenn das in Deutschland wäre, wären Joe Biden und Bernie Sanders wären niemals in einer Partei. So. Nee, auf keinen Fall. Das auch nicht. Joe Biden wäre wahrscheinlich am ehesten vielleicht sogar noch in der AfD, weil also das ist da ja nochmal viel mehr. Also ja. Mitte ist da auf jeden Fall... Die haben andere Strukturen, und anderes Links-Rechts-Verhältnis tatsächlich, das stimmt. Ja, aber dafür ist dann halt auch Donald Trump eher NPD, von daher kann man sagen, ist vielleicht doch noch... Trotzdem AfD, glaube ich, der Trump. Egal. Schwierig. Ganz auf jeden Fall Kamala Harris, kleines braunes Mädchen, sagt der Comic, ist okay. Sie war halt früher so eine, sagen alle, sie war eine Polizistin, aber war sie halt nicht. Sie war eine Strafverfolgerin. Und hat Biden jetzt mehr Chancen durch sie? Nee, eben nicht. Also er ist gerade so ein bisschen abgesunken in den Umfragen. Er hat jetzt nur noch ungefähr so einen 4%igen Vorsprung. Vorher waren es bis zu 8. Mhm. Und das hatte Hillary Clinton zu diesem Zeitpunkt auch. Shit. Das sieht gerade nicht so gut aus, aber er hat eine Rede gehalten, die fand ich echt gut. Da
Da hat er richtig gegen Trump geschossen, von wegen, ey, wenn ich gewählt werde, ich bin für alle Amerikaner da, nicht nur für die, die mich wählen. Ja. Weil das ist ja so dieses große Ding, ey, alle, die meine Gegner sind, für die mache ich nichts. So. Ja. Und das sollte halt nicht ein Präsident sein. Kam jetzt auch raus, dass Jared Kushner, der irgendwie fast jede Aufgabe hat, der Schwiegersohn von Trump, der hat gezielt Corona zugelassen, weil es halt am Anfang in demokratischen Staaten mehr war. So, und weil sie halt gedacht haben, es hat einen politischen Vorteil. Dann sterben die wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Es ist halt echt richtig hart. So, und vor allem, ja, okay, Coronavirus ist jetzt zuerst in den großen Städten, die halt immer demokratisch sind, aber das macht da ja nicht halt. So. Nee. Sagt er dann nicht an der Staatengrenze, okay, hier sind Republikaner, lassen wir das. Aber sterben ja auch eher die alten weißen Männer daran, als die jungen, hippen Jugendlichen, die nicht Trump wählen. Ja, Taylor Swift hat jetzt auch nochmal aufgerufen. Trump zu wählen? Nee, Trump nicht zu wählen. Check it out. Aber die hat wirklich krassen Impact. Die hat 80 Millionen Twitter-Follower. Und hat gesagt, hier, das geht gar nicht. Der hat hier gezielt, das ist ja das große Ding, das hatten wir auch schon vor Wochen, das Postal Office auseinanderzunehmen. Also die Post, wo geht's hier zur Post? Damit die Leute nicht so viel wählen können. Denn Geschichte hat gezeigt, je weniger Leute wählen, desto besser für Republikaner. Ja. Und sie hat jetzt gesagt, dass Trump halt das gezielt macht, um unsere, sage ich schon, weil ich da so hart drin bin, Alter, um die Stimmen zu unterdrücken. Du bist schon Ami im Herzen. Ich bin im Herzen Ami, also ich fieber da schon hart mit. Ich sehe auch gerade ein bisschen schwarz, muss ich sagen. Aber wir werden sehen. Aber sie ist doch schwarz, also ist ja nicht so schlecht. Also die Vize, ja. Also das ist ja auch der Gedanke, dass Joe Biden dann zurücktritt wahrscheinlich im Amt oder vielleicht sogar stirbt und dass sie dann quasi Präsidentin ist. Ich nehme vor, mir zu sterben, damit sie Präsidentin ist. Mein Masterplan. Naja, der ist ja auch schon irgendwie 77 oder so. Aber stellen sich gerade sehr viele Künstlerinnen und Künstler auf die Seite von Biden oder zumindest gegen Trump. Ja. Auch Billy Joel und so ruft jetzt auf, irgendwie Biden zu wählen und hat einen Song sogar geschrieben. Wählt Biden. Über ihn. Genau. Punkt. Oh, wählt Biden. Auf Wiedersehen. Wählt einen von Biden. Oder so. Auf Deutsch hat er gesagt. Ja. Genau, ja. Rammstein noch als Feature. Rammstein, klar. Ja, aber 2018 ist das auch schon mal passiert. Da hat sie auch so einen Aufruf gemacht, Taylor Swift. Und da ging es nur um den Senat und nicht so eine große Wahl. Und da haben sich am nächsten Tag 160.000 neue Leute unter 24 zum Voten angemeldet. Geil. Also das ist schon... Taylor Swift, Rest Amerika. Our President. Ja. Aber muss ich sagen, gegen die wurde geschossen. Sehr witzig. Sie hat Millionen damit verdient, darüber zu singen, wie schlecht ihre Wahl bei Männern ist und endorsed Joe Biden. Fand ich witzig. Ja, kann man machen. Kann man machen, ja. Okay. Und ich habe noch gelesen, dass Trump ja die Briefwahlen so verteufelt und sagt, genau, er wäre alles Betrug, aber er hat selber auch gerade Briefwahl beantragt. Ja. Das sind so Sachen, die verstehe ich halt nicht. Es gibt halt Absentee und es gibt Mail-in-Voting. Der Vorgang ist genau das gleiche, nur bei Absentee musst du halt als Person das beantragen. Und bei großflächig Mail-in-Voting wird es dir halt einfach zugeschickt. Ja. Das ist der einzige Unterschied. Das ganze Verfahren, das ist der gleiche Zettel, du schickst ihn genau gleich ein, er wird gleich verarbeitet so. Aber dadurch, dass du es halt nicht anmelden musst, ist es natürlich plötzlich, warum auch über ganz großer Shit, sorry, Betrug. Das macht nichts. Ja, dann hat er noch, das fand ich auch sehr witzig, Trump hat die Idee floaten lassen, so war eine Überschrift, Puerto Rico durch Grönland auszutauschen. Ja. Weil in Puerto Rico die Menschen alle arm und dreckig sind. Also das sind halt so Sachen. Der will sie austauschen. Da gab es ja vor einem halben Jahr so das Ding, dass er Grönland von Dänemark kaufen wollte. Ne? Und, kaufen geht nicht, aber austauschen vielleicht. Ja, hey, nehmt ihr hier diese stinkenden Puerto Ricaner? Die sind zwar ein bisschen räudig, aber da ist schönes Klima noch. Will er die auch baulich dann abtrennen, dass er das Land aushebt und verfrachtet? Ja. Ich habe bei meiner Oma mal gesehen, wie die so ein komplettes Haus auf so einem Gefährt verfrachtet. Das geht, ich weiß, ja. Wenn das mit dem Haus geht, Puerto Rico. Also ja, leicht rassistisch vielleicht. Nein, auf keinen Fall. Ganz leicht. Und der letzte große Trump-Punkt ist Steve Bannon, ein ehemaliger Advisor. Ich lese immer zu viel Englisch, Alter. Berater. Oh, du kannst Englisch. Danke. Berater von der Kampagne. Ich war in Frankreich für eine Woche. Schon mal per Englisch sprechen. Ein ehemaliger Berater von Trump wurde jetzt auch verhaftet. Und jetzt kommt's, das macht die Story so geil, von der Post.
In Amerika. Die Post darf verhaften? In Amerika gibt es 70 bis 80. Da fehlt eine Briefmarke. In Amerika gibt es tatsächlich 70 bis 80 staatliche Institutionen, die Leute verhaften können. Geil. Das wusste ich gar nicht. Was denn noch? Was? Ich weiß, Täter. Naja, wahrscheinlich auch, keine Ahnung, aber halt natürlich FBI und so diese ganzen Sachen, aber halt auch das Post Office. Das ist super witzig, krass, weil die halt gerade abbauen, das war ja das Ding, oder weiß ich nicht, ob wir das schon gesagt haben, Trump hat einen neuen Postmaster quasi eingesetzt, DJ, irgendwie so heißt der. Der wird auch am 24., glaube ich, interviewt, werde ich mir live angucken. Also so wie das Impeachment halt vom, nicht vom Senat, vom Repräsentantenhaus. Also wieder so eine Gerichtsverhandlung. Denn der wurde eingesetzt und sofort hieß es, okay, wir müssen jetzt ganz viele Briefkästen abbauen und Gelder zurück und so, damit einfach dass die Post quasi nicht mehr funktionieren kann. Was halt übel skandalös eigentlich ist, aber irgendwie wird es hingenommen. Und der wird dann interviewt. Egal. So. Der wurde da reingesetzt, das heißt, die Post ist quasi völlig unterbesetzt gerade, unterbezahlt alles, aber sie hilft dabei, einen ehemaligen von 2016, von der Kampagne, Trump-Mitarbeiter zu verhaften, weil der auch irgendwie ganz viele, ich glaube, da ging es um Spenden. In Amerika ist ja immer so, dass die Präsidentschaftsanwerber, die machen so Kampagnen und kriegen Geld von Leuten. Mhm. Das sollte eigentlich in die Kampagne fließen, aber der hat das quasi privat rausgenommen für sich und Trump. So. Und das ist jetzt, glaube ich, der 6. oder 7., der verhaftet wurde. Ich würde gerne mal wissen, wie viele bei Obama verhaftet worden sind. Ja. Wie viele bei Trump so. Trump wurde auch direkt wieder gefragt, ja, ich habe gar nicht so viel mit dem zu tun gehabt. Ich kenne ihn quasi gar nicht. Ja, das ist ja wohl seine Lieblingsline. Außer bei der Ghislaine Maxwell von Epstein, die Kindervergewaltigerin, da hat er gesagt, I wish her well. Das ist die einzige, wo er nicht gesagt hat, ich kenne die gar nicht, ich habe nie was mit der zu tun gehabt. Ich habe ein Bild im Kopf, wie so der Postbote irgendwie bei der Klingel. Ja, so es fehlt eine Briefmarke, sie haben das Recht zu schweigen. Es ist auch auf einem Boot noch passiert. Es ist wirklich, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ein Postboot. Ja. Tja. Stark. Lol. Ja, also in Amerika wieder heiß hergegangen. Aber auch in Deutschland, also Drachenlord und so. Und ApoRed, dass du das alles verpasst hast, Tino. Ich habe ApoRed lange nicht mehr verfolgt. Also, weiß ich nicht. Ich bin da nicht so drin in der Materie. Ich habe Besseres zu tun, wie Trosten. Hm. Ich habe hier noch was über Nestle. 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 Ja. Nestle. Ich war ja jetzt in Je m'appelle Frankreich. Ich sage das jetzt ganz oft nochmal. Je m'appelle war angeblich, ist ja witzig, wäre witzig. Aber es war nie ein Witz, von daher ist mir das egal. Je m'appelle Frankreich war ich gewesen und Je m'appelle Nestle wurde jetzt verklagt. Von der Post. Von der Post verhaftet. Denn irgendwie gibt es tausende Fische in irgendwie Ostfrankreich, in einem Fluss, die gestorben sind, weil die da irgendwelche Machenschaften gemacht haben. Im Zuge dessen habe ich was gesehen, was verlinkt ist. In Chicago hat irgend so eine, also es ist jetzt länger her, aber es fand ich witzig, so richtig comichaft, klischeehaft überschwitzt. In Chicago gab es so eine Firma, die auch wie in Beirut Chemikalien falsch gelagert hat. Und die sind über 3 Jahre hinweg in den Boden gesickert, bis die dann auf einer Autobahn so richtig schlecht aus so einem kleinen Loch so grüne, gallertartige Masse rausgeflossen kam. Dann wurde das erst festgestellt, dass das da gerade also seit Jahren in den Grund sickert. Das habe ich im Zuge dessen gefunden. Also super toll. Und die müssten jetzt quasi aufkommen dafür, für die Umweltschäden. Ja, man hofft's. Man hofft es. Nestlé. Tote Fische, das ist Mord. Todesstrafe für Nestlé. Kauft nicht Nestlé, Leute. Vor allem, nehmt die nicht so ernst, dass ihr sie unbedingt richtig aussprechen müsst. Ach so, das kann man auch sagen. Ja, ja. Dann gleich halt Nestlé weiter. Gut. Setz dich ins gemachte Nestlé und kack rein. Ja, also das waren meine großen Themen auf jeden Fall diese Woche. Ich würde sagen, wir machen dann, wenn du noch was hast, vielleicht. Also spannend war noch, das ging sehr viral. Das war Florian Schröder. Kennt ihr den? Nein. Ein Parodist und Satiriker und der hat so ein Stand-up gemacht, wo er sich bei Verschwörungstheoretiker lustig macht. Aber die dachten, er wäre auf ihrer Seite. Mhm. Die haben den eingeladen auf eine Demo von dem. Ach du Scheiße, und durfte da auch sprechen. Und es war so eine Querdenken-Demo. Und er hat da erstmal angefangen, sie ernst zu nehmen. Oder überhaupt hat er gesagt, ich nehme euch ernst so. Und glaubt, das ist eine Diktatur. Und hat dann immer gesagt, warum es keine Diktatur ist. Und so hat dann immer mit Argumenten versucht, sie zu überzeugen. Hat auch immer gesagt, von wegen, ich komme vom Mainstream so und ich glaube, dass Corona eine schwere Krankheit ist, von der man sich schützen müsste.
Ja, aber ihr seid doch für Meinungsfreiheit hier, also müsst ihr auch meine Meinung aushalten. Mhm. Hat einen auf gut Mensch gemacht. So, ich verurteile euch nicht. Ihr seid für mich keine Idioten oder Nazis. Ihr habt halt eine andere Meinung als ich. So. Aber sie haben mich halt von der Bühne geboot dann am Ende. Am wenigsten nicht gebootet. Mehr oder weniger. Das nicht. Ja. Schade. Oder aber haben sie die Post gerufen? Ich rufe gleich die Post an. Nee, aber ich kann es euch sehr empfehlen, Florian Schröder mal zu Google, zu YouTuben, Querdenken-Demo, war eine sehr schöne Rede. Also ich habe gehofft, dass du jetzt sagst, dass er so ein Sacha Baron Cohen-Move gemacht hat. Nee, nicht. Man könnte ja auch sagen, ey, ihr habt voll recht, das ist ja voll eine Diktatur, und dann aber irgendwas sagen, was dagegen spricht, so. Dass die es quasi in dem Moment nicht raffen. Ja, ein bisschen, genau. Also, glaubt ihr, wir sind in einer Diktatur. Alle so, ja, okay. Aber was ist denn eigentlich mit, hat dann das begründet, warum es nicht so ist? Ja, das klingt für mich halt so sehr so vortragsmäßig, und da haben die, glaube ich, keinen Bock drauf. Nee, also Fakt. Also ich hätte die lieber verarscht so ein bisschen. Ich hätte lieber gesagt, ey, wir leben hier in einer scheiß Diktatur. Deswegen musste ich mich auch so auf die Bühne kämpfen, damit ich hier reden kann oder was weiß ich, irgend sowas. Ja. Was die dann halt nicht raffen. Okay, das rafft dann der Zuschauer vielleicht wirklich auch nicht. Der denkt dann, der musste sich wirklich da hochkämpfen. Oder ja, deswegen stehe ich jetzt hier mit Ketten am Fuß, was weiß ich, ne? Ich fand es auch eher schwierig, also auch dieses, ihr seid keine Idioten für mich, weiß ich nicht. Ihr seid Idioten. Es sind schon zum großen Teil Idioten. Also, ja. Ist mein Empfinden, wer echt mit so einer Maske so rumläuft und glaubt, es hilft irgendwas, der ist halt irgendwie nicht so intelligent veranlagt, finde ich. Aber ob also, die Leute denken, das hilft, ich glaube, die sind einfach zu, die wollen halt irgendwie rebellisch sein und sagen, oh, ich trage es dann nur halb, weißt du? Also habe ich das Gefühl zumindest immer. Ja. Aber... Also ich glaube, es gibt einen Prozentsatz, die sind too far gone, da die kriegst du nicht mehr abgeholt. Ja, die musst du einfach ermorden, ja. musst du nicht. Es sieht ja nicht jeder das Bild, das du ja gerade signalisiert hast, dass du Genozid an Deutschen begehen willst. Das ist ein YouTube-Special gewesen. Also. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Die sind too far gone, da kannst du nichts mehr machen, aber ich glaube, in dieser Menge stehen halt auch ein paar Leute drin, die einfach nur ein bisschen verwirrt sind oder, weißt du? Und die könntest du vielleicht schon noch abholen. Einzelne vielleicht, ja. Ich fand es ja auch ganz okay, aber auch nicht ganz lupenrein. Aber schaut es euch an, macht eure eigene Meinung dazu und schreibt sie in die Kommentare. Ja, was hast du hier noch? Flair, Ansagen, Tod. Was? Ach nee, Fips, Asmussen. Ich habe auch die ganze Zeit Flair gelesen und gesagt, wann kommt denn jetzt mal Flair? Flair, Asmussen. Das ist meine Anti-Abschreibeschrift. Die habe ich mir in der Schule angeeignet. Ich kann dass Robin nicht Flair ablesen kann. Ja, genau. Ansonsten würde ich nämlich sagen, wir machen jetzt die Zusammenfassung. Ich denke auch. Und gucken dann vielleicht auch mal in den Ofen. Deswegen hat der Wecker gerade geklingelt. Ach so. 40 Minuten waren rum. 40. Ihr habt Weimar, war noch was. Gestern hat es irgendwie übelst gebrannt in der alten Russenkaserne. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Hat mir gestern mein Schwager erzählt. Gestern jemand erzählt, der so ein Feuerzeug in der Hand hatte. Nee, er muss irgendwie richtig krass gebrannt haben oben. Aber wo ist denn die alte Russenkaserne? Ettersberger Straße, ist das so hinten? Da hoch? Ist das dieses... Wo das Ledoux ist, wie heißt die Scheiße? Retouche? Redoute? Ja, genau, noch weiter oben, glaube ich. Also ich weiß auch nicht genau, wo es ist, aber irgendwo da oben muss es richtig gelodert haben. Okay, krass. Hab ich gar nicht gehört. Ich habe jetzt schon gesagt, warum sagt ihr das nicht? Alter, das war wissen doch alle. Das wissen doch alle und ihr seid aus Weimar. Also nee, ich habe es halt wirklich nicht mitbekommen, keine Ahnung. Aber das war halt auch so krass. Ne? Kurz bevor wir nach Frankreich sind, ich habe ja immer alle Zahlen angeguckt, Corona und so. Und es hat wirklich alles dagegen gesprochen. Es war so, okay, Marseille, Waldbrände übelst hart. Jendrik hat das, vielleicht hast du gesehen, auch in seiner Story gepostet. Ja. Übelst die Feuerschwaden am Horizont. Dann Hitzewelle bis zu 37 Grad, Warnstufe Orange, weil es übelst heiß ist. Und dann in der Stadt ist ja auch nochmal heißer, mit alles knallt rein und so. Und Corona-Zahlen übelst hoch. Wir sind trotzdem gefahren. Wir sind negativ getestet, ist alles gut. Wir haben Abstand gehalten. Da leidet natürlich jetzt auch unser Video so ein bisschen drunter. Es wird schon irgendwie so eine Richtung Public Prank Compilation, aber ne. Keine Reactions, also keine Passanten waren da. Doch, es waren schon Passanten, aber halt, also was macht man in Zeiten von Corona, wenn du nicht nah auf die Leute zugehen kannst? Du holst ja natürlich ein Megafon, damit du Abstand halten kannst. So. Macht Sinn. So, und das habe ich dann so ein bisschen ausgeschlachtet. Es wird, glaube ich, schon ganz witzig, aber es wird nicht das traditionelle Public Prank Compilation Ding. So, Holiday Special wird das. Wir dürfen sehr gespannt sein. Ja, dürft ihr. Ist sonst noch in Weimar was passiert? Ich war eine Woche nicht da, Mann. In Weimar was passiert? Nee, ne? Ich bin wieder da. Hi. Rücki ist back. Er ist wieder da. Und ich habe diesen Turm, aber der steht da schon eine Weile, gell? Dieses
Ja, diese Plattform, Skyline, das ist sehr, sehr merkwürdig. 8 Euro, Alter, 8 Euro, ja. Das ist schon happig. Die Leute sahen auch nicht so glücklich aus, die da drinnen saßen. Also. Wir wollen eigentlich gar nicht. Also zur Erklärung, die größte mobile Aussichtsplattform der Welt steht gerade in Weimar. Und warst du drin? Nee, ich war nämlich drin. Ach so. Und wenn die oben ist und dann anfängt wieder runterzugehen, kommt so ein Geräusch, bei dem jeder immer denkt, ach du Scheiße, technischer Defekt. Wir sterben. Das ist so ein ganz lautes Pfsch. Und alle denken, ach du Scheiße, wir sind tot. Also, falls ihr da vorhabt, hochzugehen, tut es A nicht und B, seid nicht ängstlich, wenn so ein komisches Geräusch kommt. Hat es gelohnt von der Aussicht her? Es ist halt eine Aussicht so. Es war halt, glaube ich, nicht 5 Minuten. Ach krass. Also 4 bis 5 maximal, würde ich sagen. Aber es dreht sich oben, gell? Es dreht sich, dir wird ein bisschen was erzählt, was dir scheißegal ist. Ja, also kann man machen, aber für 8 Euro eigentlich nicht. Wieso warst du oben dann? Dann warst du eingeladen. Das ist zu meinem Geburtstag halt. Ach so, und wir hatten ja Besuch, ne, waren ein paar Leute da und wenn man da schon mal und bla bla. Ja. Ja, aber 8 Euro sind 8 Euro. So, ansonsten in Weimar nichts passiert. In ich weiß gerade von nichts. Passiert. Ich war auch nicht so viel in Weimar. Ich war auch viel unterwegs, aber. Ja, ich habe Legionellen eingeatmet, habe ich jetzt auch erst erfahren, dass es gibt abgestandenes Wasser. Da gibt es die Legionärskrankheit, wenn man das inhaliert. Ich habe ja hier so einen Raumbefeuchter. Ja. Und noch das Wasser von vor Frankreich dann im Stream verwendet. Und dann sagt jemand, ich habe dann gesagt, das Wasser ist ein bisschen alt, vielleicht huste ich deswegen so. Und dann habe ich erfahren, dass irgendwie, das ist auch noch gar nicht so alt, diese Krankheit, irgendwie 78 oder so wurde die zuerst benannt. Ist ja erfunden worden. hat jemand so Experimente gemacht? Wir brauchen mal wieder eine neue Krankheit auf dem Markt, hat Bill Gates gesagt. Nee, und das ist halt einfach so, das ist damals durch die Duschen gekommen, weil alte Rohre irgendwie, da ist das Wasser abgestanden gewesen und beim Heißduschen ist dann auch Dampf. Das haben die eingeatmet und haben dadurch eine übelst harte Lungenentzündung bekommen. Also mal schauen. Mir fällt gerade auf, es gibt ja die Verschwörungstheorie, dass es überhaupt nicht möglich sein kann, dass in Auschwitz so viele Juden gestorben sind, weil es so viel Gas gar nicht gab. Mhm. Kann das vielleicht an den Duschen gelegen haben, dass sie kaputt gewesen sind? Das bestimmt sind die an einer Lungenentzündung gestorben. Ja. Es wird Menschen geben, die das glauben, garantiere ich dir. Kann man das Gas nicht auch irgendwie wieder einsammeln, wieder einsaugen und aus den Lungen zweitverwenden? Aus den naja, das bleibt doch da nicht drin. Augen, bestimmt. Eine Lunge hat ja jetzt auch nicht so viel. Egal, über was reden wir hier eigentlich? wie kann man das noch effektiver machen? Oh Mann. Lieber nicht. Ja, also, was geht man in der Woche? Ich fand den Nazi-Zusammenschlag das wieder von dein Ding, ja. sehr groß, ja. Hm. Fand ich sehr, sehr ironisch und sehr witzig. Fips Asmussen, eine Legende. Wer kommt nach ihm? Wer ist der lustigste nach Fips Asmussen? Ich. Schlechte Guck, Witze kann ich auch, auf jeden Fall. Ist das nicht traurig? Okay, jetzt, wo du es so sagst, ja, okay. Hast recht. Aber also, gefühlt bin ich gerade so bei einer 7. Hätte Drachenlord so wirklich, ja, also... Ich bin bei einer 6 eigentlich. Echt, ja? Ja. Ja, gut, ich würde auch nochmal runtergehen. Also Drachenlord hat das allererste Mal seit seiner Entstehung, und Drachenlord ist halt ein großes Thema im Internet, ist halt so, der hatte das allererste Mal ein Video in den Trends. Das fand ich schon krass. Ach, zum ersten Mal? Zum allerersten Mal. Okay. Und es ist halt das Video, in dem er sagt, dass er aufhört. Also es ist schon witzig. Dann ist es eine 10, finde ich. Dann ist es eine 10. 11. Nee, aber wir können auch auf 6,5 oder so runtergehen. Ja, 6,45. Okay, 6,45. Das ist mein Vorschlag. Ja. Dann würde ich. Niemals so hoch. Ich bin nicht so im Internet. Nee, gut, wir gehen auf 6. Ist okay, wenn Rücki hier schon wieder. Gastvote 6. Gastvote okay. 6, wenn Rücki hier schon wieder. Der ist ja der Kuchenexperte. Ja, der ist wahrscheinlich schon schwarz jetzt. Wir gucken jetzt mal nach. Eventuell kommt jetzt ein Schnitt in Podcast und Video. Oder? Ja. Oder warte, wir halten mal die Kamera noch drauf. Vielleicht ist es ja ansehnlich, was man da sehen kann. Vielleicht ist es halt wirklich schwarz. Wir gucken jetzt hier mal. Black Cakes Matter. Also der sieht halt wirklich sehr dunkel aus aktuell. Nein. Nee, doch nicht. Nee, das macht er oh. schon. Stinkt er wenigstens. Also er sieht nur dunkel aus wegen den Früchten, glaube ich. Eher so schön rosa. Aber ich glaube, der muss noch ein klein wenig. Muss man da vielleicht nur mal von oben oder so? Da stand, wenn der zu dunkel wird, kann man auch Alufolie drauflegen. Nee, von unten meine ich. Quasi. Achso, ja, Hitze nur von unten. Ja, das könnte passen, weil oben ist ja eh nur der Joghurt. Ja, na dann drehe ich das jetzt nochmal hier rum. Machen wir es auf nur unten. Mach Oberhitze und dreh den Kuchen. Ja. Und dann warten wir jetzt hier noch 10 Minuten oder so. Keine Ahnung.
Ansonsten melden wir uns gleich wieder. Bis gleich. Vorher. Nachher. Ach du Scheiße, es ist halt echt, es ist sehr, sehr weich. Ich hoffe, es wird noch fester, wenn es kalt ist. Das aber ist, guck doch mal. Das ist ein veganer Käsepudding. Guck doch mal, wie toll das ist, was wir hier getan haben. Jetzt lassen wir das mal ein wenig abkühlen. Ich muss noch so einblenden. Mmh. Warte, wir müssen das natürliche Licht mehr machen, dann sieht das schöner aus. So. Oder von hier, oder? Von der Seite. Oh! Das brutzelt. Ja, dann würde ich sagen, ihr kostet jetzt mein Eis irgendwie so lange und dann ist das abgekühlt. Ich würde ihn gerne zu versteigern. Ja, es ist halt sehr fest. Ne? Wenn es frisch gedingst ist, ist es besser. Aber heute das Essen der geheimen Rezepte. Schmeckt. Da ist drin Zimt. So eine Mischung aus gefrorenen Früchten. Adrenochrom. Adrenochrom. Weintrauben, ganz, ganz wichtig. Und keine Margarine. Ich glaube drei auch. Ja, keine Margarine. Ich glaube auch drei so gefrorene Eiswürfel. Und ein bisschen Hafermilch. Echt geil. Und wenn man es anschmelzen lässt, dann ist es halt auch eisig. Aber jetzt ist halt wirklich, man sieht es, es ist sehr fest, weil es halt frisch aus dem... Das kannst du ja auch ins Wasser machen. Ich habe halt wirklich, ja, stimmt. Ich habe halt wirklich so 2 Kilo auf einmal gemacht davon. Mhm. Und dann willst du das ja nicht gleich essen. So, jetzt warten wir noch auf den Kuchen. Jetzt kommt der Kuchen. Also ich sag's wie es ist, wenn mir das jemand so auftischen würde, ich würde nicht denken, dass es Kuchen ist, glaube ich. Nee, ich auch nicht. Aber ist ja auch nichts dran, ne? Ist ja Hacktes. Ist hier Hacktes. Achso, hier nochmal. Zum Verfeinern ein bisschen Chilisauce, falls es nicht schmecken sollte. Mhm. Aber es riecht gut, das kann man nicht schreiben. Muss man sagen. Achso, ein Messer brauchen wir. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Aber ich auch. Wenn, dann lag es eh nur an Robins Idee, die Früchte reinzumachen. Ja, genau. Du bist schuld im Zweifelsfall, wenn es nicht geklappt hat. Ja. Wir brauchen ja einen Sündenbock. Es wirkt wie Pudding. Ja, also es ist ja auch Pudding, ne? Vielleicht müsste man auch noch länger warten. Ja, oder wahrscheinlich sogar einen Kühlschrank stellen oder so. Ja. Aber wir haben keine Zeit. Na komm, ein Stück wenigstens jetzt schon mal kosten. Na klar, doch. Ist der Boden überhaupt schon da? Ich glaube nicht. Oh shit, Alter. Na doch, hier geht fast. Diese Haut, die oben drüber spannt, ist halt nicht sehr vorteilhaft beim Schneiden. Alter, der Boden, da geht gar nichts. Sollte der so richtig fest sein? Ich glaube. Ich glaube, der ist halt... Also der war zu kurz im Kühlschrank. Der glaube ich auch, der hat nicht lang genug gezogen. Das ist halt einfach nur Pudding. Wir können uns auch morgen nochmal treffen und gucken, wie er nach dem Tag schmeckt. Scheiße, Alter. Bitte? Dein Stück Kuchen. Warte, ich hol hier so einen großen Löffel oder so. Ach, riecht gut. Es ist mal eine Enttäuschung. Kuchen, sagten sie. Vegane Käsesuppe. Krass. Ich hab ein bisschen mit mehr. Ich meine, es kann ja trotzdem schmecken, ne? Ist dann halt kein Kuchen. Ich erkenne halt überhaupt nicht, was hier Teig sein soll. Also Boden. Ja, wahrscheinlich ist die Form dann auch zu groß. Ja, zu dick wahrscheinlich, ne? Da kommt die Hitze nicht so durch. Ich meine, wir können ja erstmal kosten, bevor wir kotzen. Sieht fast aus wie Kirschpfanne. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, geil. Doch. Ich liebe Kirschpfanne. Es ist Kirschpfanne. Wir müssen den, ja, den Anfang nochmal synchronisieren. Genau. Kirschpfanne. Heute machen wir Kirschpfanne. Ja, komm, ja, kosten wir jetzt erstmal. Im Zweifel muss es vielleicht doch nochmal in den Kühlschrank oder tief gefroren. Da ist Teig. Da ist Teig, geil. Ist auch sehr heiß. Ist sehr butterig, oder? Und der Boden ist halt so krümelig. Mm. Das ist so. Das schmecken tut's ja.
Aber es geht echt. Aber es ist schon, reißen. Es ist schon, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch in meiner Ecke nur so. Für mich ist das sehr, sehr butterig irgendwie. Ja, war ja auch zu viel. Ja, total. Das wussten wir ja. Also ohne die Früchte würde ich es vielleicht ein bisschen eklig finden. Ja. Aber so. Diese vegane Ernährung, von der ich immer höre, die ist richtig gut. Funktioniert nicht. Vegan leben. Tut mir leid. Ja, also. Guter Pudding. Mhm. Ich glaube, wenn es kalt ist, geht das schon zu schneiden. Und ich glaube. Ja. Ja, der Boden ist wenn, halt wenn die Butter nicht wäre, also die Margarine nicht so viel, ja. Wäre es voll in Ordnung. Ich hab's ja gesagt. Hm. Willst du noch? Ich esse noch. Okay. Es ist nämlich sehr lecker. Ja, also man kann es auf jeden Fall essen. Ja. Schon. Ich glaube, für mich ist halt auch das Ding, weil ich auf meine Brote immer keine Butter mache. Ihr wahrscheinlich schon, oder? Nee, eigentlich auch nicht. Okay. Oder halt Margarine oder sonst was. Ich schmier halt sowas gar nicht drauf. Ihr auch nicht? Ich auch nicht, nee. Okay. Ich dachte, deswegen stürzt mich vielleicht ein bisschen mehr. Naja. Okay. Ich gebe diesem Kuchen eine 10 von 10. Jede Woche wieder. Der Kuchen sieht aus, wie Trumps Politik ist. Mir zerfällt die auch so. Mir zerfällt. Ja. In diesem Sinne zurück ins Studio, würde ich sagen. Wir gönnen uns jetzt hier noch dieses Blech. Bis zum nächsten Video. Wenn wir dann was anderes machen. Aber nächste Woche ganz normale Folge.